sehr verehrten Damen und Herren, schönen guten Morgen. Ein hochherzliches guten Morgen an die Vertreter der Presse. Schön, dass Sie gekommen sind. Wir haben uns heute hier getroffen und versammelt, um Ihnen ein Projekt vorzustellen, das Projekt des Kreditopfervereins Österreichs, wo wir Ihnen betroffene Menschen vorstellen werden, die von österreichischen Banken sozusagen ruiniert wurden. Ich möchte Ihnen ganz kurz mal erzählen, was ist der Kreditopferverein und welche Ziele verfolgt er. Der Kreditopferverein unterstützt und begleitet Menschen, die durch unzureichende Kenntnis des Bankgeschäfts geschädigt wurden. Und ich glaube, das sind viele Hunderttausende in Österreich, das sind Millionen in der EU, das sind wahrscheinlich Milliarden weltweit. Meist unterschreiben Menschen Kreditverträge im Irrglauben, es würde ihnen Geld vom Sparen geliehen. Und so akzeptieren Betroffene oft unrechtmäßige Schuld- und Zinsverhältnisse. Alle Sie hier im Raum werden in irgendeiner Form mit Banken zu tun gehabt haben, haben mit Sicherheit schon mal irgendeine Kreditdokumente oder eine solche unterschrieben. Und Sie können sich und Sie wissen, mit welchen Hindernissen man zu rechnen hat, wenn man von der Bank eine Unterstützung, ein Geld möchte. Und über dieses Geld werden wir heute auch noch diskutieren, ob das überhaupt Geld ist. Das wird uns der Professor Hörmann dann später näher bringen. Es gibt da eine Strafe, wo europaweit oder weltweit Banken bereits verurteilt wurden im Libor-Euribor-Skandal. Und seither steht fest, dass Banken eben diesen Euribor und diesen Libor manipuliert haben, zu Lasten der Menschen, die bei diesen Banken eben Geld geliehen hatten oder die bei diesen Banken Konten hatten oder auch indirekt über die Wirtschaft weiter geschädigt wurden. Damit da eine entsprechende Gerechtigkeit für die Menschen entsteht, hat sich der Kreditopferverein zum Ziel gesetzt, die Banken bezüglich Euribor und Libor zu klagen im Rahmen einer Sammelklage. Darüber wird uns unsere Präsidentin Heider Vertey noch einiges heute erzählen. Mit dieser Feststellungsklage werden wir dann das System an den Grundfesten hoffentlich erschüttern und für vielen, vielen Menschen, die eben durch diese unsägliche Belastung, die durch Banken und durch Repressalien von Banken entstehen, aus ihrer Not zu holen. Ich darf mir erlauben, Ihnen das Podium vorzustellen. Als erster möchte ich Ihnen unsere Präsidentin, Frau Isabella Heider Vertey, vorstellen, die mit einem Herzenssatz von mir begrüßt wird. Ich habe noch selten eine Frau, einen Menschen kennengelernt, die so viel Herzenswärme ausstrahlt einerseits und die mit so viel Energie an einem Thema arbeitet. Sie ist bei Gott nicht gesegnet mit Vermögen in pekuniärer Natur, aber sie ist gesegnet mit einem Vermögen, das wenige Menschen besitzen. Sie hat eine unglaubliche, im positiven Sinne besetzte Kampfeskraft. Sie setzt sich für die Menschen ein, die sich nicht selbst helfen können oder die Hilfe brauchen oder die Partnerschaften suchen, um sich selbst im System zu finden. Und diesbezüglich, glaube ich, kommt es keine bessere Wahl als die Frau Isabella Heider Vertey gegeben haben, sie zu unserer Präsidentin zu machen. Übrigens ja auch ihre Idee gewesen im Grunde. Weiters möchte ich Ihnen vorstellen Herrn Professor Franz Hörmann. Professor Hörmann ist Ökonom, unterrichtet an der Wirtschaftsuniversität Wien und hat ein Buch geschrieben, das das Ende des Geldes erklärt. Mit diesem Buch hat er ziemliches Aufsehen erregt. Des Weiteren hat er auch entsprechende Gutachten zum Geldsystem, zum Giralgeldsystem geschrieben, das den Banken überhaupt nicht schmeckt. Und das ging dann so weit, dass man ihn versuchte zu denunzieren aufgrund der Richtigkeit des Inhaltes. Aber wie das dann genau ist und was dahinter steht, wird er Ihnen, glaube ich, dann auf seiner Rate erzählen. Es wäre natürlich eine Pressekonferenz mit wenig Inhalt, wenn wir Ihnen nicht Betroffene präsentieren könnten. Ich darf Ihnen daher heute zwei Herren am Podium vorstellen. Den einen Herrn, mit dem ich beginnen möchte, darf ich als Herrn Bernhard Koster vorstellen. Herr Koster ist Finanzdienstleister von Beruf und war mehr als 20 Jahre zufriedener Kunde der Sparkasse Oberösterreich, über die wir heute auch einiges noch erfahren werden. Seit 2001 ist er auch Fremdwährungskreditnehmer bei eben dieser Bank. Eigentlich lief alles gut bis 2008, als ihm die Sparkasse Oberösterreich aus verschiedensten, wohl eigenartigen Gründen seine Konvertierungsorder verweigerte
und in den folgenden Entwicklungen jede Grenze des guten Geschmacks verließ und alles fertig steckte. Seitdem blieb, kann man sagen, kein Stein auf dem anderen. Die Bilanz bisher ordentlich, nicht jetzt im Sinne einer Bilanz, einer Wirtschaftlichkeitsbilanz, sondern einer Lebensbilanz. 5 anhängige Gerichtsprozesse und ein persönlicher Schaden von ca. 300.000 Euro. Ausschlaggebend war neben dem ungebührlichen Agieren der Sparkasse Oberösterreich, und das ist jetzt schmeichelhaft ausgedrückt, auch ein Systemfehler im IT-System dieser Bank, über den wir heute auch noch ausführlich reden werden, der das System erklärt, wie das funktioniert. Und wenn Sie das gehört haben, meine Damen und Herren, werden Sie sich nicht mehr wundern, warum wir alle von Banken, ich möchte das jetzt mit einem Wort benennen, ich sage es mal vorsichtig, betrogen werden. Natürlich, und das möchte ich jetzt für alles betonen, was Sie heute gesagt haben, gilt dafür, was hier gesprochen wird, und Personen, die gemeint sind, respektive Organisationen, die Unschuldsvermutung, das ist selbstverständlich. Ja? Also das Unwort aus 2012 haben wir übernommen und selbstverständlich stehen wir auch dazu. Wir hoffen aber, dass das Widerhall findet und dass man uns konfrontiert mit unseren Aussagen. Nach der ursprünglichen Lebensplanung, die war dann hin, muss man sagen, widmete sich Bernhard Koster nunmehr der Aufgabe, sich für jene einzusetzen, die eben auch ein Problem haben, und sein Know-how, das man vielleicht jetzt unglücklich ausgedrückt, als eines, das durchaus selten ist, bezeichnen kann, zur Verfügung stellt, um im betroffenen Fall Erstschritte oder weitere Schritte richtig zu setzen. Und ganz wichtig ist ihm auch, seinen Fall der Öffentlichkeit zu präsentieren, um diese unglaubliche Entwicklung einer Verbindlichkeit bei einer Bahn bis hin zur Ruinierung eines Lebens darzustellen. Wenn Sie sich weitere Details dieser Geschichte, die er dann selbst noch präsentieren wird, viel ausführlicher anschauen wollen, dann bitte unter www.backtofairness.at in einem Wort geschrieben. Wir haben auch einen zweiten Betroffenen heute bei uns, den Herrn Peter Mattefrau, der nach seinem Studium als Wirtschaftsingenieur umfassende Berufs- und Führungserfahrung in mittelständischen Produktionsunternehmen gesammelt hatte. Zuletzt war er technischer Leiter der Rocco-Gruppe. Rocco, Sie, wenn Sie Eisenbahnfans sind, glaube ich, kennen Sie das Produkt, das sind diese wunderbaren kleinen Eisenbahnen, die es gibt. Danach war er technischer Leiter und Mitglied der Eigentümer und Miteigentümer der Rocco-Gruppe. Und er war Vorstand bei KTM Sports Motorcycle und hat dann Verantwortung für ca. 800 Mitarbeiter übernommen und wollte das Unternehmen sozusagen sanieren, wenn ich das richtig interpretiere. Er arbeitete ein Konzept aus zum Erwerb und zur Restrukturierung und zur strategischen Ausrichtung dieses Unternehmens, welches er mit Unterstützung des Raiffeisenverbandes Salzburg umsetzen wollte. Und auch hier, meine Damen und Herren, steckt eine unglaubliche Geschichte dahinter, die heute noch deutlich zur Sprache kommen wird. Und sie wird zeigen, das möchte ich jetzt kurz vorausnehmen, was Banken an Kreativität aufwenden, um Vermögen, die ihnen nicht zustehen, einzuziehen. Mit enormen, repressalen, fiesen, rechtlichen, nicht gedeckten Verhalten, wo eben, oder teilweise gedeckten Verhalten, unsere Rechtsprechung spielt da zum Großteil auch mit, um Menschen, die oder Gruppen oder Firmen die Lebensgrundlage zu entziehen. Aus dieser Liebesbeziehung ist dann halt in späterer Folge eine, ich würde mal sagen, eher umgekehrte Beziehung geworden, die jetzt in einem ziemlichen Konflikt sozusagen steckt. Auf Rocco Konkurs WordPress.com können Sie fündig werden, können Sie sich das anschauen. Ja? Was vielleicht bei Herrn Mattefrau ganz eine, ich sage mal, dramatische Entwicklung genommen hat, das ist bitte schon auch etwas ganz was Wesentliches. Wenn man bei einer Bank in der Kreide steht, wie das auf gut wienerisch heißt, heißt das einfach, man hat was zurückzuzahlen. Ja? Und wenn man es nicht kann, naja, dann wird eben, so wie es heute üblich ist, also werden die Fahrnisse, wie es auf Rechtsdeutsch heißt, halt eingezogen. Die Bank kassiert ihnen halt die Wohnung und die Lebensversicherung und die,
die gute Uhr von der Oma, was auch immer, alles das, was sie eingebracht haben als Sicherheit. Und in seinem Fall geht das noch ein Stück weiter. Es ist auch die familiäre Situation eine dramatische geworden. Es ist auch so, dass er seine geliebten Kinder, seine drei Söhne, ja, ich habe sie gerade dann selbst darüber berichten, es ist, mir bleibt die Stimme stecken, wenn ich nur daran denke, dass auch hier ins Intimste, ins Privateste, die Auswirkungen ganz dramatisch sind. Und da fehlt mir jedes Verständnis dafür. Und da sieht man, wie unmenschlich unser System heute funktioniert. Ja, eigentlich habe ich jetzt für meinen Teil einmal grundsätzlich genug gesprochen. Ich darf einmal als erstes um die Meinungen unserer Spezialisten, also das Mikrofon an unsere Präsidentin Frau Isabella leider weitergeben. Herr Gott, herzlichen Dank für Ihr Kommen und für das Interesse an unseren Themen, die aktueller sind denn je. Ich möchte eines korrigieren. Ich war nicht die Erstgründerin, ich hatte nicht die Idee des Kreditopfervereins. Das waren der Gernot und der Franz. Die hatten die Idee, die haben dann mit unserem Anwalt gesprochen. Wir haben uns dann öfters zusammengesetzt und dann ist die Idee entstanden, eine Sammelklage zu machen gegen die Buchgeldschöpfung. Aus dieser Idee ist nach 1,5 Jahren das entstanden, was heute ist. Die Menschen haben sich an uns gewandt, die aktuell Probleme hatten. Die konnten jetzt nicht warten, dass wir eine Sammelklage einreichen und da etwas durchjudizieren, was vielleicht Jahre bis ein Jahrzehnt dauern kann. Wir mussten aktiv werden. Wir haben gemerkt, die Menschen haben kein Geld mehr, die wurden regelrecht ausgeblutet, sie konnten sich keine rechtliche Vertretung mehr leisten, vor Gericht haben sie sowieso permanent verloren, denn irgendwo lautet das Motto, dem Gläubiger glaubt man, der Schuldner schuldet. Das ist aber absolut nicht so. Wir nehmen uns sehr wohl die Zeit, tiefer hineinzuschauen, nicht nur an der Oberfläche zu kratzen und schauen, wo liegt das Problem eigentlich. Und das Problem liegt eindeutig im Geldsystem. Leider stoßen wir oft gegen Wände oder auf taube Ohren in Gerichtssälen, da die Richter nicht einmal noch verstehen, um was es geht. Die sehen einfach einen Kreditvertrag, fragen dann den Kreditnehmer, ja, haben Sie diese Schuld? Ja, ja, und sobald er sagt, aber es schaut so und so aus, sagt der Richter, dann müssen Sie das bezahlen. Das ist nicht so. Das möchte ich definitiv klarstellen, das ist nicht so. Unser Problem bei den Kreditnehmern ist das, dass sehr hohe Kosten entstehen, sehr hohe Gerichtskosten entstehen und Verteidigungskosten entstehen. Dadurch ist es oft schwierig, dass wir das durchjudizieren. Aber wir werden das jetzt in jedem Fall, der uns vorliegt, machen, weil es einfach notwendig ist und die Zeit reif ist und man rundherum merkt, dass das System ausgedient hat und dass man nicht blind durchs Leben gehen soll. Es liegen Gutachten vor, es liegen Schreiben vor, es liegen die Augengespräche vor, aber mit uns weiter, als wenn irgendwas geschehen. Also das sehen wir als unsere Hauptaufgabe. Mein Thema wird heute sein, über die Kreditvergabe an kroatische Bürger zu sprechen, was steirische und Kärntner Raiffeisenbanken gemacht haben. Und das ist ja sehr bedenklich und sehr vieles fragwürdig. Und ich denke, jetzt darf ich den Bernhard übergeben, weil der Bernhard wird als erstes über das Sparkassensystem, Sparkasse Oberösterreich, wo ein System dahinter steht, ein Rechtefehler dahinter steht, der auch von der Sparkasse anerkannt wurde. Nur im Gerichtsurteil sieht es anders aus, weil das erste Urteil ein bisschen noch anders gehört wird. Bitte, Bernhard. Herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Bevor ich ins Thema gehe, hat uns die Aktualität sozusagen eingeholt, ich muss eine Korrektur machen. Mittlerweile sind 6 Verfahren anhängig. Ich habe gestern auch erfahren, dass mein Cousin nicht nur geklagt, sondern auch schuldig gesprochen wurde. Dazu vielleicht später ein bisschen mehr. Ich möchte vielleicht auch kurz um Nachsicht bitten, wenn ich rhetorisch nicht glänze oder manchmal das Herz auf meiner Zunge trage. Das, was ich da heute mache, ist für mich absolutes Neuland und zugegeben. Muss ich mich schon sehr überwinden, dass ich mich da so eine Menge Leute her sitze, aber es war der Auslöser im August 2013, wo ich gesagt habe, jetzt überwinde ich mich so solche Dinge. Und da ist was passiert, ich weiß nicht, ob Ihnen der Name Mollert was sagt, aber da ist der Gustl Mollert in München in Bayern freigesprochen worden. Der war 7 Jahre in der geschlossenen Psychiatrie. Und das war für mich ein Tag der
der neue Vision und Dimension eröffnet hat. Ich darf nur kurz zusammenfassen, für die, die es nicht kennen. Der war 7 Jahre weggesperrt und hat verzweifelt Briefe an verschiedenste Leute bis zu Minister, Journalisten geschrieben, dass er einfach gesagt hat, bitte glaubt mir, ich habe eine unglaubliche Geschichte, ich sitze hier zum Unrecht. Und man hat ihm nicht geglaubt, bis Journalisten von der ARD sozusagen ihr investigativer Instinkt geweckt wurde und bis gesagt haben, das schauen wir uns an. Und ich sage ganz einfach, nicht nur der Herr Mollert, der eigentlich ein Held ist, sondern auch diese Journalisten sind für mich Helden, weil die haben sich einfach gewandt, sich der Arbeit nicht zu schade, sich das näher anzusehen. Und die Quintessenz in Kurzzusammenfassung ist die, dass der Herr Mollert zu Unrecht 7 Jahre seines Lebens beraubt wurde, dass eine Bank, die mit tatenlosem Ruf dagestanden ist, sozusagen der kriminellen Machenschaften mittlerweile überführt wurde, dass Bankmitarbeiter gelogen haben, dass Richter, ehrenwerte Richter, der Befangenheit sozusagen der Beweis erbracht wurde, die man mittendrin, und hinten noch ist ein Justizskandal, der bis zur Justizministerin aufgegangen ist. Ich will jetzt mir nicht anmaßen, dass mein Fall vergleichbar ist, und ich habe eigentlich ein Riesenglück, weil ich bin nicht meines Lebens beraubt worden. Bei mir geht es, abgesehen von einer Gastritis und schlaflosen Nächten, lediglich um Geld. Okay? Aber ich sitze halt da, weil ich Menschen kenne, wo es um mehr wie Geld geht. Und ich habe beruflichen Zugang dazu und ich habe Freunde, Kunden, verschiedenste Leute vor mir sitzen gehabt, mit Tränen in den Augen. Ich sagte mir, heute ist nicht mehr aus, hilf mir bitte, ich konnte ihnen aber nicht mehr helfen. Bis hin Zwangskonvertierungen, Hausverkauf, Privatkonkurs, Scheidungen, alles was wieder hinten dran hängt, oder eine nächste Frau vielleicht noch mehr dazu sagen wird. Das ist die Triebfeder, warum ich heute da sitze und zu Ihnen sprechen darf. Und das ist auch die Einladung an Sie und die Hoffnung, dass es irgendjemanden unter Ihnen gibt, der sagt, das schauen wir uns jetzt mal näher an, auch wenn man vielleicht gar keine Ressourcen haben dafür. Bevor ich jetzt zum Systemfehler bei der Sparkasse komme, möchte ich Ihnen kurz mit einem ganz einfachen Beispiel zeigen, dass gar nicht um ein Einzelfall geht bei der Sparkasse, sondern dass die Sparkasse systematisches Fehlverhalten an den Tag legt. Ich sage das jetzt einfach einmal so und erlauben Sie mir ein Beispiel, das für jeden ganz klar verständlich ist. Es gibt den Sparkassen-Interbond, das ist ein Anleihefonds, der einen ehrenwerten Ansatz hat, mit breiter Streuung für seine Kunden in Anleihen zu investieren. Und da gibt es eine Vermögensaufstellung im März 2010, die sagt, griechische Anleihen waren die größte Position. Der Fondsmanager hat einfach daran geglaubt, dass das ein gutes Investment ist. Das ist ja voll okay. Kurz danach, das wissen Sie alle, stellte sich heraus, was mit griechischen Anleihen passiert ist. Es war ein Fehlinvestment. Soweit kein Problem. Fehler kann jeder machen. Aber es gibt aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten, mit Fehlern umzugehen. Man kann sie totschweigen, das ist die eine Art, oder man kann dazu stehen. Und das Problem ist, bei der Sparkasse gibt es eine dritte Art, mit Fehlern umzugehen. Und das ist eine Art, die verdient mal öffentliche Aufmerksamkeit. Das ist ganz einfach eine Möglichkeit, dass man demselben Fondskunden 6 Monate später einen Brief schreibt und sagt, der Anteil an griechischen Staatsanleihen war untergewichtet und wurde zur Gänze verkauft. Wiederhole nochmal, März 2010, größte Position mit 10%, 6 Monate später die Behauptung, wir waren fast nicht drinnen und außerdem ist schon lange verkauft. Es obliegt jetzt Behörden und anderen zu beurteilen, wie man das juristisch nennt, ob das jetzt Täuschung, Betrug ist oder knapp an der Wahrheit vorbei. In meiner einfachen Welt ist das unanständig. Und dieses unanständige Verhalten möchte ich heute einmal zu den Scheinwerferlicht drücken. Und jetzt komme ich wieder zurück zu meiner Geschichte stellvertretend für einen Systemfehler, den ich aufzeigen will. Ich versuche ein relativ kompliziertes Thema, ich hoffe es gelingt mir so einfach wie möglich darzustellen. Es geht hier um meine ganz persönlichen Zäune, meinen persönlichen Kreditverlauf. Ich werde mich kurz halten und einfach an der Oberfläche halten. Sie sollen wissen, was Kennzahlen. Ich habe im Jahr 2001 97.000 Euro Kredit aufgenommen in Fremdwährung. Sie sollen auch noch wissen, 2004 nahm ich eine Krediterhöhung um 17.000 Euro vor. Somit ist, glaube ich, noch für jeden nachvollziehbar, habe ich insgesamt per 2004 114.000 Euro Schulden aufgenommen. Da gibt es noch einen dritten Punkt, den man wissen soll, es gab dann eine abermalige Krediterhöhung im Jahr 2007, somit stellt nun fest, 134.000 Euro mein Kredit aufgenommen. Erlauben Sie mir die Anmerkung, meine Tochter ist 10 Jahre, die schafft das zusammenzurechnen. Ich glaube, auch in diesem Raum schafft es ja jeder. Die Sparkasse Oberösterreich schafft es nicht und hat mir 4 Jahre lang eingeredet, dass das nicht so ist. Und das ist die Ursache
für eine katastrophale Folgewirkung. Die Ursache ist, dass ein EDV-System, ich bin kein Spezialist, aber aus meiner Sicht jedenfalls vielleicht nicht ganz optimal funktioniert und nicht am neuesten Stand ist, dass ich bin im Jahr 2008 zur Sparkasse gegangen und habe so wie fünfmal zuvor auch schon eine gewisse Konvertierungsorder aufgegeben. Ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail geben. Ich habe ganz einfach eine gewisse Marktmeinung gehabt. Ich habe befürchtet, dass der Schweizer Franken stärker wird. Ich habe gehofft, dass Dollar gegen anders sich bewegen. Ich gab den klaren Auftrag zur Risikostreuung. Drittel Yen, Drittel Dollar, Drittel Schweizer Franken. Dann sagte mir die Sparkasse, Costa, wir würden vielleicht eh gerne, aber mein Computer sagt, das darfst du nicht, du bist schon so weit im Minus mit deinem Kredit. Dann habe ich gesagt, vielleicht sprechen wir einander vorbei, darf ich nur mal wiederholen, schau her, liebe Sparkasse, 134.000 aufgenommen. Ich habe zum Stichtag 2008 gewisse Schweizer Franken mit einem Tageskurs, was ergibt, ich wiederhole, meine Tochter hat es geschafft, 120.000 Euro Schulden, was bedeutet, in Relation zur ursprünglichen Kreditaufnahme war ich sogar mehr als 10% im Plus. Und das ist zum Jahr 2008 eine relativ tolle Erfolgsrechnung, sage ich mal, gewesen zu manchen anderen Krediten. Und das heißt, die Feststellung, dass die Sparkasse gesagt hat, das machen wir nicht, weil das EDV sagt, ich bin im Minus. Ist okay? Ich will nur nebenbei erwähnen, warum ist es möglich für diejenigen, die mit Fremdwährung keine Ahnung haben, es passieren gewisse Währungsverschiebungen im Laufe der Jahre. Sie sollen wissen, ich war manchmal ganz im Yen, dann teilweise Yen, teilweise Schweizer Franken. Es geht ja zu sehr ins Detail. Ich wollte nur erklären, wie ist das möglich, wenn ich mal 134.000 aufnehme und dann 120.000 nur zum Stichtag schulden. Aber das geht durch positive Währungsbewegung, positiv für mich. Und das System, der Systemfehler, und das ist so einfach zu beweisen, nur glaubt man halt leider bis dato keiner, ist ganz einfach der, dass bei der Sparkasse Oberösterreich das EDV-System immer erst nach der jüngsten Konvertierung bei Null zu rechnen beginnt. Das bedeutet, im EDV-System der Sparkasse Oberösterreich beginnt meine Geschichte erst 2007. Und der Sparkasse, der einen Auftrag gibt, ist es völlig egal, wie viel das ich schon vorher positiv erwirtschaftet habe und wie viel Gewinne das ich schon gehabt habe. Der Computer sagt, meine Story beginnt 2007. Und das war ja der Anfang vom Ende, sage ich einmal. Und ab da habe ich einfach einen Spießrutenlauf hinter mir. Es steht mehreres auf meiner Homepage. Sie sollen sehr wohl wissen, dass ich nicht nur bei meinem Betreuer gewesen bin und dass ich nicht nur bei der Ombudsstelle gewesen bin. Sie sollen auch wissen, dass ich bis zum Vorstand geschrieben habe. Der weiß seit 2008 definitiv von diesem Problem. Der Vorstand hat extra einen Direktor des Hauses zu uns geschickt. Lange Rede kurz, das sind 5 Jahre später. Das EDV-System ist noch immer. Die teilweise massiv geschädigt werden, weil das die Basis dafür ist. Und die Kernaussage, die ich treffen will, und jetzt gehe ich direkt zu meinen persönlichen Zahlen, die Kernaussage, die ich treffen will, stellt ganz einfach unser System massiv in Frage. Und vielleicht sollte man auch die Sparkasse Oberösterreich einladen, das mal zur Frage zu stellen, weil wenn man früher einem ehrenwerten Banker gegenüber gesessen ist, und man hat die 3-2 zusammengerechnet und man hat die Schweizer Franken in einem Tageskurs gerechnet, dann hat man in 10 Sekunden nur eine Meinung am Tisch gehabt, nämlich die, die ich gerade aufzeige. Aber in der Sparkasse Oberösterreich ist mein Eindruck der letzten Jahre, ist es so, dass eigentlich nur mit der Computer und nur mit der Rechtsabteilung sagen, was Sache ist. Und wir haben Rechtsabteilungen Währungseinschätzungen geschickt. Also es ist nicht mehr lustig. Man spricht nicht mehr mit einem Bankinstitut, man spricht mit einem Gegner. Und das möchte ich mal ein bisschen in das Scheinwerferlicht drücken. Es ist an der Zeit. Es geht nicht um mich, es geht stellvertretend um 100 andere. Ursache war das, ich zeige Ihnen noch kurz die Folgewirkung in meinem persönlichen Beispiel. Ich hoffe, ich irritiere Sie nicht mit dieser furchtbaren Grafik. Ich kürze auch hier ab. Sie sehen hier eine Stelle, die habe ich gelb markiert, 5. November 2008. Das war dieser Zeitpunkt, wo mir meine Order verweigert wurde, was zur Folge hatte, dass ich nötig in der Vernetzung, ich wurde dazu angehalten, in Schweizer Franken zu 100% zu verbleiben. Wie sich der Schweizer Franken entwickelt hat, wissen Sie. Wie sich mein Kreditsaldo entwickelt hat, sehen Sie an der grünen Kurve. Ich bin jeden Tag zu Hause gesessen und habe jeden Tag ein paar 100 Euro mehr Schulden gehabt und hatte nichts dagegen einzuwenden. Es war keine angenehme Situation. Und damit man das i-Tüpfelchen in meiner Geschichte auch noch erwähnt, Sie sollen wissen, ich hatte eine mehrfache mündliche Zusage zur Kreditverlängerung bis 2021. Dennoch hat die Sparkasse irgendeine Motivation gehabt und hat kurz vor Kreditablauf des ursprünglichen Kreditablaufs
auf den Knopf gedrückt und habe mich bei einem Kurs von 1,13 zwangskommentiert. Ich darf da nur erwähnen, die Sparkasse wusste zu diesem Zeitpunkt, dass ich eine Woche im Ausland war. Ich habe es extra gesagt, macht bitte nichts, bevor wir nicht miteinander reden. Ich darf auch noch erwähnen, dass in den eigenen AGBs der Sparkasse steht, dass man das eigentlich nicht machen darf. Spielt alles keine Rolle. Mein Weg mit der Sparkasse hat hier geendet und meine Verluste, die bis dorthin nur auf dem Papier waren, habe ich seitdem auch tatsächlich in der Realität. Also keine tolle Zeit. Und jetzt noch, last but not least, zeige ich Ihnen die Grafik, die rote Grafik, die Sie sehen, ab 2008. So wäre mein Kreditverlauf, wenn meine Order umgesetzt worden wäre, nämlich breite Streuung auf Yen, Dollar, Schweizer Franken. Die Quintessenz, Sie sehen selber, weniger Risiko, bessere Chancen. Ich stehe, ich würde heute ganz woanders stehen, als ich denn seit 2011 stehe. Und Sie sehen, seit 2011 ist, ich weiß nicht, ich glaube, wenn man es will, schafft man es gar nicht, dass man genau bei 1,13 aussteigt, also beim blödsten Zeitpunkt, den es seit 50 Jahren etwa gegeben hat, aber soll so sein. Es ist mein persönliches Einzelschicksal, aber das ist meine Geschichte im Kurzraffer. Ich kann Ihnen noch ganz kurz alle Dinge auf menschlicher Ebene erzählen, hin und nach passiert, und vielleicht findet man noch einmal die Zeit dazu, aber manches davon befindet sich auf meiner Homepage. Aber wie gesagt, ich möchte nicht meinen Fall in den Vordergrund rücken, ich möchte, dass mein Fall anders ist, dass man das einmal überprüft. Und dass man einfach Banken wie jene, die Sparkasse Oberösterreich in das Scheinöffentlicht drückt, wenn man den schon nicht juristisch an kann, und wenn sie zumindest wissen, dass der Druck steigt und dass man ihnen zusieht. Und das ist das, was sie erreichen werden heute. Gestatten Sie mir noch kurz, also das ist nicht mehr drauf. Macht mal nichts. Ich hätte Ihnen noch ein paar Fakten geliefert, aber es spielt an der Stelle eine unbedingte Rolle. Sie müssen mir jetzt einfach mal glauben, dass das, was ich sage, so stimmt. Auf meiner Homepage steht auch seit einigen Monaten der Spruch drauf, dass ich jederzeit Vertreter von der Staatsanwaltschaft, Finanzmarktaufsicht, vor allem aber Medienvertreter, ich gerne einlade. Ich nehme mir, soweit es mir möglich ist, die Zeit und gewähre einen Einblick in meine Beweiskiste. Und die ist groß und stimmt, das können Sie mir glauben. An dieser Stelle sage ich einfach einmal abschließend Fragestellung, die stelle ich offen in den Raum. Darf eine Bank, die nicht in der Lage ist, einen Kreditsaldo richtig zu berechnen, überhaupt ihre Lizenz behalten? Also ich sage einfach, wenn ich meine Tochter zu einem Kinderarzt schicke und der kann nicht einmal Fieber messen, dann wird das wahrscheinlich nicht mehr lang machen. Ob jetzt werden die Behörden zubesteigen oder die Patienten, das sei mal dahingestellt. Die zweite Frage, die ich noch stelle, ist, ich bin selber beruflich verankert, ich bin Finanzdienstleistungen in einem Familienunternehmen, wir haben eine eigene Wertpapierkonzession, wir hatten vor kurzem auch die Finanzmarktaufsicht bei uns im Haus. Ich darf dann an dieser Stelle auch ein Lob aussprechen, das war eine Prüfung, die war hart, aber fair. Und es ist gut, dass man prüft werden wie Marktteilnehmer. Und ich sage mal, bei uns zum Beispiel ist Abläufe wie Beschwerdemanagement, was ist, wenn ein Kunde sich beschwert, etc. Da gibt es klare Abläufe und die werden beinhart geprüft. Und wenn ich den nicht einhalte, dann verliere ich meine Konzession. Die Frage ist, warum kann dort jeden Tag das Gesetz übertreten werden. Es gibt Wohlverhaltensregeln, lassen Sie uns mal diesen einen Satz vorlesen, in dem Gesetz steht, das Wertpapieraufsichtsgesetz 2007 verpflichtet Kreditinstitute, ihre Dienstleistungen mit der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit im bestmöglichen Interesse der Kunden zu bringen. Und jetzt sage ich noch den Satz, den meine Bank mir kurz vor Kreditablauf geschrieben hat, Punkt, 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 dass es aus unserer Sicht sehr wohl sachlich gerechtfertigt war, die Zustimmung zum gewünschten Währungswechsel zu verweigern. Was rauskam, das haben Sie gesehen. In diesem Sinne lade ich Sie ein, meine Homepage zu besuchen, unter Umständen vielleicht sogar das persönliche Gespräch mit mir zu suchen. Wenn Sie aber sagen, es reicht uns, dass wir jetzt schon mal darüber berichten, dann freut es mich sehr. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Aufzeigen, wie die Bank 0 Euro vom Kreditgeber
zum Eigentümer von substanzhaltigen Unternehmen wird und das Ganze über Privatstiftungen. Es geht einmal um ein ehemaliges Unternehmen, die Firma Rocher Modelleisenbahnen, damals ein Unternehmen mit ca. 800 Mitarbeitern, Nummer 2 im Weltmarkt hinter Merkin, dem Marktführer. Wir hatten Vermögenswerte von runde Zahl 72 Millionen Euro. Ich habe dieses Unternehmen von der Gründerfamilie im Jahr 2002 in einem sehr langen, aber fairen Verhandlungsprozedere übernommen und habe dann 100% der Geschäftsanteile an damals 8 Firmen in Deutschland, Österreich und Slowakei übernommen und hatte den Mut, als Unternehmer mit 800 Mitarbeiter auf diesem Tag gerade zu stehen. In der zweiten Darstellung geht es um Biodiesel Enns, eine Biodieselanlage im Hafen von Enns, die heute dort nicht mehr existiert. Sie sehen gelb die Raiffeisenbank, in meinem Fall Raiffeisenverband Salzburg. Sie sehen blau die Rocker-Gruppe, meine ehemalige Firmengruppe mit dem Vermögenswert. Raiffeisen hat Rocker ein Darlehen von 26,1 Millionen Euro gewährt. Mit diesem Geld hat Rocker investiert, sind Altschulden von den Alteigentümern von knapp 20 Millionen Euro übernommen worden und eben für das tägliche Geschäft, um die Rechnungen zu zahlen. Es werden Verträge geschlossen, die Verträge werden unrechtmäßig, nachweislich unrechtmäßig von Raiffeisen gebrochen. Dazu gibt es eine Ihnen sicher bekannte Persönlichkeit hier in Wien, ist der Universitätsprofessor Dr. Peter Dorwald, Wirtschaftsprofessor, ehemals Leiter des Uni-Instituts für Wirtschaftsrecht, der alle meine Dokumente, jetzt haben wir genau das, was wir vorhin nicht wollten, dass es auch immer geklappt läuft. Dann gehen wir da nochmal kurz raus. Ganz kurz. Ja. Kann ich das Mikrofon ein bisschen näher anmachen? Ja, gerne. Sorry, das ist automatischer Modus auf dieser Folie. Den haben wir jetzt nicht ausgegeben, dann kurz mal jetzt auf also zurück. Raiffeisen, Darlehen an Rocker, es wird der Konkurs provoziert. Unrechtmäßiges Handeln, das andere fällt dann später nochmal aus. Es wird ein Masseverwalter eingesetzt, der damit über die Vermögenswerte von Rocker verfügen kann, oder dort einen Großteil, 62 Millionen Euro. Raiffeisen hat zeitgerecht vor Konkurseröffnung eine Auffanggesellschaft parat. Die gehört einer Zwischengesellschaft und die wiederum gehört einer Raiffeisen-Privatstiftung, die in keiner Bankbilanz erscheint, die aber von Raiffeisen und von zwei Raiffeisen-Firmen errichtet wurde. So, jetzt genau hinschauen. 26,1 Millionen Euro nimmt Raiffeisen wiederum in die Hand. In den Medien haben Sie damals gelesen, Raiffeisen rettet Rock und nimmt viel Geld in die Hand. Das ist viel Geld, das stimmt bis dahin. Gewährt ein Darlehen an die Auffanggesellschaft. Die Auffanggesellschaft bekommt auch dieses Geld. Was macht sie mit diesem Geld? Sie geht zum Masseverwalter und sagt, wir würden gern die gesamten Vermögenswerte von Rocker um diesen Betrag 26 Millionen Euro kaufen. Da kann man ja noch sagen, gut, okay, jetzt hat die Masse 26 Millionen, kann Gläubiger, Lieferanten, Insolvenzentgeltfonds befriedigen, dann wäre das vielleicht auch noch in Ordnung. Es kommt aber wiederum anders. Der Masseverwalter geht hin und erkennt Sicherheiten, die per Gesetz erloschen waren, nachträglich in einem dreiseitigen Schreiben an und verkündet eine Sondermasse über 20,1 Millionen Euro. Und diese 20 Millionen Euro gehen Cash zurück auf das Konto von Raiffeisen. Jetzt hatte Raiffeisen vor Konkurs noch die Kundenforderungen verpfändet, zitiert, heißt das in der Fachsprache. Von diesen 8,2 Millionen haben die mindestens 6 Millionen nachweislich sind mehr zurückbekommen. Das heißt, Raiffeisen hat 26 Millionen Euro zurückbekommen. Das heißt, Geld im Kreis geschickt und ist um 0 Euro ein Kreditgeber zum Eigentümer des Unternehmens geworden, über Privatstiftung, die in keiner Bankbilanz erscheint, wo in der Stiftungsurkunde drinsteht, dass auch private Personen begünstigt werden dürfen. So, jetzt mögen Sie vielleicht sagen, gut, der Bankdefonds jetzt da ist, ein jammerner Einzelfall. Es gibt das Thema Biodiesel Enns, wieder Raiffeisen, in dem Fall Raiffeisen Bürger Österreich, in dem Fall 35 Millionen Euro, die hier gewährt wurden. Wiederum das Geld, das hier zum Arbeiten zur Verfügung gestellt wurde. Hier eine kleine Besonderheit, hier wurden vor Konkurs 6,6 Millionen bereits an den Krediten zurückgefahren und getilgt. 6,6 Millionen. Dann kommt es wieder durch Vertragsbruch, nachweislichen Vertragsbruch zum Konkurs. Es wird wieder ein Masseverwalter eingesetzt, der verfügt über die Vermögenswerte. In dem Fall war es eine niegelnagelneue Biodieselanlage im Wert von 48 Millionen Euro, die war circa ein knappes Jahr damals alt,
Raiffeisen hat wieder eine Auffanggesellschaft zufällig parat, die einer Zwischengesellschaft gehört, die einer Privatstiftung gehört, die in einer Bankbilanz erscheint. Raiffeisen nimmt in dem Fall 36 Millionen Euro in die Hand, gewährt ein Darlehen an die Gesellschaft, macht einen Kaufvertrag, holt sich die Vermögenswerte aus der Masse, zahlt das Geld an die Masse. Der Masseverwalter erkennt Sondermasse nachträglich an, die per Gesetz erloschen war. 28,4 Millionen gehen Cash auf das Konto von Raiffeisen zurück. Und wenn Sie rechts oben schauen, wurden in dem Fall Lieferanten bedient mit 6,8 Millionen. 0,8 Millionen hat der Masseverwalter eingestriffen. Und wenn Sie jetzt ganz nach unten schauen, dann sehen Sie in Summe 6,6, 28,4, 35 Millionen Euro. Wiederum Geld im Kreis geschickt. Vom Kreditgeber zum Eigentümer in einer Privatstiftung, die in keiner Bankbilanz erscheint. Und bei Raiffeisen Oberösterreich sind es, was wir recherchiert haben, mindestens 3 Privatstiftungen, wo zumindest damals Größenordnung 400 Firmenbeteiligungen drin waren. Ja, zur Vorgehensweise von Raiffeisen. Sie sehen hier die Rocco-Gruppe, die Kredite, die ich damals mit Raiffeisen Salzburg vereinbart hatte. Alles, was Sie grün sehen, sind die Zeitbalken, ist die Laufzeit der Kredite. Der linke Balken blau, Mai 2005, hier wurden diese Kreditverträge neu geschlossen mit eben diesen grünen Balken, mit diesen Laufzeiten, die Sie sehen. Es wurde eine Grundsatzvereinbarung geschlossen, 4 Seiten, wo die wesentlichen Inhalte drin standen der Vereinbarungen, und ich hatte Zeitraum 20 Monate, um eine seriöse Umschuldung herbeizuführen, alle am Kapitalmarkt zulässigen Instrumente zu nutzen, um teilweise oder gänzlich von Leihweisen umzuschulden. Das hat dann bis zu dem roten Balken gedauert, das sind ca. 10 Wochen bis zum 13. Juli, bis man mir über Nacht ohne Vorankündigung die Kredite fertiggestellt hat, abends um 16.58 Uhr, wobei ich am selben Tag in der Früh bei der Bank gesessen bin mit meinem Aufsichtsrat, mit dem ersten Investor. Bevor die Kredite fertiggestellt wurden, habe ich ein paar Schreiben bekommen, in dem Fall vom Anwalt. Sie sehen es dann auf der letzten Seite, unterzeichnet durch den Generaldirektor. Ich mache jetzt hier nur die Kurzfassung, was in diesen 3 Seiten drin stand. Das ist, wie gesagt, ca. 10 Wochen nach der Unterzeichnung der neuen Verträge. Ich soll meine Rocco Holding, da waren alle 8 Gesellschaften von Rocco drin, an die Raiffeisen Privatstiftung kostenlos abtreten. Ich soll einen neuen Geschäftsführer in 3 von den neuen Firmen ernennen. Dieser Geschäftsführer ist heute Dritteleigentümer meines Unternehmens, der Leopold Beer aus Obertrum, wo auch der Generaldirektor mit seiner Familie herkommt. Und ich soll meinen Privatbesitz befindlichen Patente im Wert von 10,5 Millionen Euro an eine natürliche Person, Volksmund sagt man, einen Strohmann abtreten, auch wiederum kostenlos um 0 Euro. Dafür hätte ich, hätte dann auch noch 4 der neuen Firmen in den Konkurs schicken sollen, ich selbst. Und ich hätte mich zu fairem Verhalten in der medialen Kommunikation verpflichten sollen. Ich hätte alles wortwörtlich drin. Und dann hat mir Raiffeisen in meinem da zu diesem Zeitpunkt noch in meinem Unternehmen mir selbst einen Beratervertrag angeboten über 2 Jahre, wo ich in den 2 Jahren 300.000 Euro brutto hätte verdienen sollen, die 2 Jahre zusammen. Und ich hätte dazu 3 Tage Bedenkzeit gehabt, Ultimatum bis 24. Sie sehen rechts oben, das war der 9. Juli, diese Schreiben. Unterschrieben links unten Reibersdorfer, das ist der Generaldirektor von Raiffeisen Salzburg, von Herrn Konrad, der hat jetzt nichts mit dem Wiener Konrad zu tun, Direktor in Salzburg, und von dem Konrad Kleinburg. Das war der 9. Juli. Das mehr oder weniger gleiche Schreiben habe ich am 11. Juli bekommen, mit 2 Tagen Bedenkzeit, am 12. Juli mit 1 Tag Bedenkzeit, am 13. Juli, haben Sie vorhin gelernt, wurden mir die Kredite fertiggestellt. Und am 15. Juli habe ich dieses Schreiben nochmal bekommen, Ihnen eines Tages alles abzutreten. Normalerweise ist das klassische Erpressung bis zu 10 Jahre Strafbewährung. Ja, das war jetzt zum Zeitpunkt 2005, Juli, jetzt stand ich natürlich da, existenzlos, Einkommen weg, Firma weg, der Boden weggezogen, keine Chance. 3 Jahre später ruft mich ein Raiffeisengeschädigter an, der Mitgefahr, ich habe da von Ihrem Fall gehört, ich erzähle Ihnen jetzt auch meine Geschichte. Er wurde nämlich angesprochen von einem Raiffeisenmanager, der 2002, zum Gedanke zurückgehen, 2002, das ist der Zeitraum, wo ich die Firma von der Gründerfamilie übernommen habe, wo ich die Finanzierungszusage von Raiffeisen in der Tasche hatte und noch mit der Alteigentümerin die Übernahme verhandelt habe. In diesem Zeitfenster haben Raiffeisenmanager nachweislich in einer eigenstaatlichen Erklärung bestätigt,
selbst versucht, die Firma Rocco zu übernehmen. Und wenn Sie das Vote lesen, um so Kinder der Raiffeisenmanager mit der Firma Rocco zu versorgen. Habe ich erst 3 Jahre nach Konkurs dieses Dokument bekommen. Weiters habe ich ein E-Mail bekommen, das war 2011. Info an Sie, Herr Mägdefrau. Raiffeisen hat den Käufer von Rocco verpflichtet, nach dem Kauf 2 Millionen Euro an den Verleiher, der heute Dritteleigentümer ist, zu zahlen. Ich lese jetzt nur das Rote. Mir ging darum, wie man Sie, also mich, aus der Firma bringt und so damit Raiffeisen nicht ins falsche Licht gerät. Die 2 Millionen, wir haben es jetzt hier mal höflich mit Provision genannt. Sie können sich eventuell auch Angehörte dazu ausdenken. So, jetzt könnte man vielleicht sagen, okay, Konkurs hat ja irgendwo einen Grund, Firma schlecht gelaufen, wirtschaftlich da nieder, was auch immer. Raiffeisen hat bereits ein Jahr nach Konkurs versucht, die Firma zu verkaufen, hat potenziellen Käufern eine Gewinnberechnung für 3,5 Jahre von 25,4 Millionen Euro Betriebsergebnis vorgelegt. Sie sehen diese 3 gelben Balken, das ist das, was Raiffeisen mit meinem Unternehmen nach Konkurs 2005 an Erträgen eingefahren hat. Allein über Leasing ca. 24, 25 Millionen Euro, Zinsen 7, 8 Millionen Euro. Im Betriebsergebnis hat mein Unternehmen ca. 44, 45 Millionen Euro in diesem Zeitraum. Ganz ein schlechtes Unternehmen, das hier im Konkurs geschickt wurde. Dann gibt es das Thema Gutachten, Wertvermessungen. Es gab bei Rocco ein sehr wesentliches Asset. Das waren die Spritzgusswerkzeuge, 7000 an der Zahl, mit denen man die Modelle produziert und herstellt. Die hatten vor Konkurs einen Wert von ca. 28 Millionen Euro. Das ist der erste, der hellbraune Balken. Der zweite Balken, im Konkurs wurde ein Gutachten erstellt. Da hat der Gutachter testiert, es sind 17 Millionen wert, diese Werkzeuge. Die wurden dann um 15 Millionen an die Auffanggesellschaft, die der Dura-Stiftung von Raiffeisen gehörte, verkauft. Und ca. 2,5 Jahre später hat dieselbe Auffanggesellschaft diese Werkzeuge, exakt gleich, um 8,8 Millionen an die Raiffeisen Leasingkopf der Westkonsult Revitalisierungs GmbH, so heißt es, weiterverkauft und hat seit diesem Zeitraum die Werkzeuge 27 Millionen Euro an Leasing-Einnahmen generiert und generiert jeden Tag weiter Leasing-Einnahmen daraus. So, jetzt kann man natürlich sagen, jetzt gehst du zur Justiz, du hast alle Beweise, alle Belege, Staatsanwaltschaft, ganzes Programm. Das habe ich gemacht. Ich weiß nicht, wie oft im Landeskriminalamt gesessen mit 3 Ordnern unter dem Arm. Ich bin bei der Staatsanwaltschaft gesessen oder ich wollte dort sitzen und habe mich gar nicht sitzen lassen. Und ich habe gesagt, so gehen Sie, wir werden Sie nicht einvernehmen. Ich bin bis heute nicht einvernommen worden. Die Einvernahme wird verweigert und vereitelt, obwohl ich selber aktiv als Persona, persönlich und mehrfach erschienen bin, mit Ordnern, mit Unterlagen, mit Beweisen, mit allen Programmen. Ich bin ein völlig unpolitischer Mensch, möchte aber trotzdem hier ein paar Zitate erwähnen. Sie können es jetzt vielleicht schlecht lesen, weil es relativ klein geschrieben ist. Der Werner Kogler von den Grünen, damals Leiter des Rechnungshofausschusses und im damaligen Bankenuntersuchungsausschuss mit aktiv Atomic, Babak, die ganzen Themen, Sie erinnern sich vielleicht, hat ein langes Interview gegeben vor der Reportage, die über mich, über Rocco gemacht wurde, ZDF. Dann nur ein paar Auszüge rot, speziell in der Salzburger Justiz, eine Serie von Unvereinbarkeiten. Das geht aber nur, wenn die Justiz mitspielt. Die Firmen sind gar nicht konkursreif, sondern werden nur von ihren Banken aus Geschäftszwecken erdrückt. Und das in der Region Salzburg. Dieser Konkursrichter, der Dr. Havas, den Beinamen die Hand hat. Und diesen Beinamen wird er auch nicht mehr los. Und das hat auch seine Gründe. Sehr bedenklich. Und dass es offensichtlich zumindest in Salzburg eine Justiz gibt, die diesem Treiben Vorschub leistet. Und dass offensichtlich Masseverwalter, Konkursrichter, Bank in Tateinheit, was er das genannt, unter einer Decke stecken. Ja, hier nochmal der Stand der Justiz. Einvernahme bis heute verweigert. 2009 Professor Dohr alle Unterlagen geprüft, hat testiert, dass ich betrogen wurde, dass die Verträge gebrochen wurden. Ich habe eine Schadensersatzklage eingereicht 2010, die ist mangels Anwalt, des mangels Geldes abgedreht worden. Ich hatte ein Strafverfahren, das über 6 Jahre verschleppt wurde. Ich bin zu 26 Monaten verurteilt worden wegen 77.000 Euro, die ich angeblich unrechtmäßig verrechnet haben soll. Es hat dann 2012 der Universitätsprofessor damals noch, Professor Dr. Mannstedt, der heutige Justizminister, 13 meiner Strafanzeigen geprüft und hat mir gesagt, ja, Herr Mägdefrauer, das ist Betrug. Dann habe ich darauf
daraufhin bei der Wiener Staatsanwaltschaft im April 2012 die Strafanzeige eingereicht. Die Wiener Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren eröffnet, hat es leider nach Salzburg zurückgegeben und die Salzburger haben das ohne Ermittlungen nachweislich, das haben wir schriftlich, ohne Ermittlungen binnen 3 Monaten das abgedreht. 13 Strafanzeigen, schwerer Betrug, Erpressung, Dokumentenfälschung, Täuschung des Gerichts, arglistige Täuschung, das ganze Programm. Es gibt einen Betriebsrat oder Ex-Betriebsrat meines Unternehmens, der mich hier seit Jahren unterstützt, der ebenfalls Strafanzeigen erstellt hat und der es jetzt geschafft hat, im November letzten Jahres über den Bundespräsident Fischer, Bundeskanzler Faymann, Sachverhaltsdarstellung auf den Tisch zu bringen, die binnen Tagen, offensichtlich hat man an dieser Stelle zumindest die Präsenz erkannt, binnen Tagen ans Justizministerium gegeben wurden, damals noch die Frau Dr. Karl, mit dem Auftrag, den beiden Staatsoberhäuptern Bericht zu erstatten. Und das Thema liegt jetzt nach wie vor in Bearbeitung bei der Oberstaatsanwaltschaft im Justizministerium in der Abteilung Römisch 4-5. Das sind die Großverfahren und das sind die berichtspflichtigen Verfahren beim Magister Thomas Grünewald, stellvertretender Leiter dieser Abteilung. Und ich bin noch einer zarten Hoffnung, dass das Thema vielleicht doch noch irgendwie zu einer Aufarbeitung kommt. Ich wollte es eigentlich nicht erwähnen, aber Sie zwingen mich dazu. Sie haben ein paar persönliche Themen angesprochen. Ich bin Vater 3 wunderbarer Jungs mit 11, 14 und 17 Jahren. Ich bin 2005. Ich bin seit 2005 geschieden, friedlich geschieden, hat nichts mit dem Mokko-Konkurs zu tun, sind rein private Themen. Wir haben uns mit Anspann, mit Würde und persönlich getrennt und trotz des ganzen Wahnsinns, den ich hier erlebe, habe ich ein ausgezeichnetes Verhältnis zu meiner Ex-Frau und meinen Kindern, die ich allerdings seit über einem Jahr nicht mehr bei mir hatte, weil mein Haus seit über einem Jahr zwangsversperrt war. Wenn Sie dort durch die Fenster schauen in Freilassing, dann liegt dort die Brille am Fenster, dann hängt mein Sakko über dem Stuhl. Ja, und mir kommen jetzt gleich die Tränen, weil das Haus vor 2 Wochen zwangsversteigert wurde, ich meine Kinder nicht mehr sehen kann. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, was Sie jetzt hier miterlebt haben, ist ein Teil und ein wesentlicher Teil und Grund, warum der Kreditopferhilfeverein versucht, gegen die Methode an sich der Kreditvergabe vorzugehen. Denn wie Sie vielleicht, wenn Sie sich informiert haben, aus den wirklich relevanten, fachlich relevanten Quellen, und einiges davon gibt es ja auch schon im Internet, dann wissen Sie, dass die Banken eben nicht das Geld von Sparern verleihen. Sie dürften das auch nicht, das wäre ein Vermögensdelikt, wie der emeritierte Strafrechtsprofessor Michael Köhler in einer sehr umfangreichen Ausarbeitung erkannt hat. Sie schaffen dieses Geld neu und zwar rein nur durch einen Buchungssatz. Das, was wir als Geld, eben Buchgeld, Giralgeld am Bankkonto sehen, ist in Wahrheit ein Schuldschein der Banken. Banken haben nichts anderes als Schuldscheine. Unser Geld ist anerkanntermaßen ein Fiat-Geld, also ein wertloses Geld ohne Deckung. Das ist nicht durch Gold oder was auch immer gedeckt, das ist eine Zahl, das ist ein Symbol. Aber zugleich mit dem Eintrag dieser Zahl entsteht eine realwirtschaftliche Schuld beim Kreditnehmer. Das heißt, die wirklichen Werte kommen immer von den Kreditnehmern, nicht von den Banken. Und das ist natürlich auf Dauer so nicht durchhaltbar und das ist auch der Grund, warum die Banken jetzt zunehmend unter Schulden erdrückt werden, weil sie mit jeder Kreditvergabe eine eigene Schuld buchtechnisch erzeugen müssen in diesem System. Müssen. Das heißt, nur wenn man diese nicht sehr durchdachte, falsche Buchungspraxis weiter beibehält. Wir könnten jederzeit, und das ist eben der Punkt, wo jetzt die Bevölkerung aufwachen muss, und das muss auch den Bankverantwortlichen und auch den Politikern langsam klar werden, wir könnten sowohl die Nationalstaaten als auch die Banken sofort entschulden, und zwar ohne einen Cent Steuergeld zu verwenden, wenn wir, und das wäre doch naheliegend, die durch Buchungen entstandenen Schulden auch wieder durch Buchungen tilgen würden. Das heißt, wir müssen nur eine Buchungstechnik im Gesetz definieren, da würden 2, 3 Zeilen im Bankwesengesetz genügen und sofort wären die Schulden verschwunden, was nicht bedeutet, bitte, dass diejenigen, die heute Forderungen in Geld aus diesem Grund haben, leer ausgehen. Man kann das ganz einfach asymmetrisch machen, indem die Forderungen eben bestehen bleiben,
aber die Verbindlichkeiten verschwinden. Ja? Alles, was wir benötigen, ist eben ein Schulderlass. Das wäre dann eben ein Ertrag, das wäre Eigenkapital und dafür braucht es eine Rechtsgrundlage, nicht mehr. Das heißt, wenn wir einen politischen Willen aufbringen können, Banken und auch Nationalstaaten, und glauben Sie mir, Sie werden jetzt nach dem 25.05. noch einiges zu dem Thema erfahren, wie verschuldet die Nationalstaaten innerhalb der EU in Wirklichkeit sind. Und dann sollten Sie sich bitte alle kollektiv daran erinnern, dass wir durch einige wenige Buchungszeilen diese Probleme sofort aus der Welt schaffen können. Das ist also der Aufruf, den wir jetzt hier tätigen wollen und da werden wir dann natürlich auch rechtlich dagegen vorgehen, beziehungsweise die Banker und die Politiker, die sich dann vielleicht doch besinnen, dazu einladen, das mit uns gemeinsam zu tun. Und es sind auch noch andere Dinge jetzt passiert im Zusammenhang mit Banken und mit dem Verhalten dort einiger Verantwortlicher und dazu wird die Isabella jetzt noch etwas sagen. Ich habe vor, noch dich über die IT-Systeme zu sprechen, da uns eben sehr viel Unterlagen vorliegen und du als Rechnungswesen-Professor sehr überrascht warst, was es in dieser Landschaft alles geben kann. Ja, ich bin ja ausgebildeter Wirtschaftsinformatiker. Ich war jahrelang Gutachter für Wirtschaftsprüfer bei der IT-Prüfung, SAP-Implementationen und ähnliches. Ich habe auch bei der Entwicklung von Prüfungsprogrammen mitgearbeitet. Habe auch mitgeschrieben am Fachgutachten einer älteren Version der Kammer der Wirtschaftstreuhänder zur Ordnungsmäßigkeit von Buchführungsprogrammen. Das heißt, ich weiß wirklich, welche Fehler in Buchhaltungsprogrammen vorkommen können, aber ich weiß auch, welche Hintertüren und Tricks man dort einbauen kann. Und das ist jetzt ein ganz zentrales Thema. Wenn wir erkannt haben, dass 97% unseres Geldes, das ganze Buch- und Schargeld, in Wirklichkeit ja im Bankcomputer erzeugt und vernichtet wird, und dort auch bleibt, solange es als Schirargeld existiert, dann wissen wir, dass 97% dieses Geldes in Wirklichkeit Bankensoftware ist. Ja? Also wir können aufhören, Kassen zu prüfen, ja, dort Münzen und Scheine zu zählen, denn 97% unseres sogenannten Geldes steckt in den Computern der Banken. Und da muss man dazu sagen, ist es nunmehr erforderlich, eine flächendeckende Systemprüfung vorzunehmen. Es liegen mir Fälle mittlerweile vor, wo durch unrichtige Wertberichtigungsbuchungen bei Kreditkonten ganz plötzlich buchstäblich Geld geschöpft wurde. Wodurch falsche Buchungsvorgangsweisen Geld erzeugt wurde, das die Kreditnehmer dann prompt und korrekt aus ihrer Sicht auch überwiesen haben. Ja, es entsteht Geld in den Bankcomputern durch Buchungsfehler. Bei der Giralgeldvergabe historisch, weil diese Verschuldung der Bank bei sich selbst in Wirklichkeit kein Geld erzeugen kann, ja, wenn wir ein bisschen logisch denken, sollte das ein positiver Wert sein und keine Schuld einer Bank. Aber was dann eben noch passiert ist, dass man auch durch falsch verbuchte Wertberichtigungen auf Kreditkonten für den Kreditnehmer plötzlich ein Guthaben erzeugt und der natürlich im ersten Moment darüber verfügt, wie über seinen Kredit auch, und das Geld prompt überweist und ausgibt. Und das sind aber wirklich nur die Spitzen des Eisbergs. Daher ist es unvermeidlich, dass hier flächendeckende und wirklich sehr, sehr kompetente Prüfungen durchgeführt werden. Ich habe ja erwähnt, die Jahresabschlussprüfung steht normalerweise unter Kosten- und Zeitdruck. Da wird bei weitem nicht das geleistet, was aus Ordnungsmäßigkeitsgesichtspunkten notwendig wäre. Wenn wir wissen, dass 97% unseres gesamten Geldes, also der gesamten Volkswirtschaft, in den Bankcomputern steckt, dann müssen wir dort auch ansetzen und einmal nachsehen, wie gehen die damit um. Wie sehen die Buchungssätze, die Zugangsberechtigungen, die Protokolle aus? Ja? Wer wertet das aus, wer hat Zugang, wie wird das aufgezeichnet? Denn alles, was normalerweise so vorgebracht wird, wenn es also beispielsweise um Bargeld geht, ne? Geldwäscheprobleme, ja? Probleme mit Schwarzgeld etc., das verblasst einfach davor, was systemisch in den IT-Systemen der Banken heute offensichtlich möglich ist. Ja. Und das gehört einfach auf den Tisch gelegt und das gehört durch andere sichere Systeme ersetzt, wo wir dann auch in der Demokratie im Konsens entscheiden können, was für eine Art von Geld, wenn es ein rein elektronisches sein soll, wollen wir denn überhaupt? Das ist dann eine politische Frage und das steht uns momentan nicht zu, da können wir allenfalls nur Vorschläge machen. Streben sehr wohl so eine IT-Systemprüfung an, werden sobald das Gutachten von Professor Hörmann vorliegt, das auch einreichen bei der Staatsanwaltschaft, dass das genau geprüft wird, was da wirklich passiert. Es werden einerseits Menschen in Konkurs geschickt und auf der anderen Seite haben sie heute die gleiche Geldmenge an Guthaben auf ihr Personenkonto stehen. Da kann irgendetwas nicht stimmen, da gibt es irgendwo Hintertüren
wahrscheinlich bereichern. Sieht im Moment so aus. Mein Hauptthema, mit dem ich mich jetzt im Moment beschäftige, ist die Kroatien-Geschichte. Kreditnehmer der Raiffeisenbank, die bei der Raiffeisenbank Kredite aufgenommen haben, erleben ihre wahren Wunder, genauso zum Teil, wie es eben der Herr Wegtefrau vorhin erzählt hat. Also Delogierungen, die Menschen werden auf die Straße gesetzt, Suizide aus Verzweiflung heraus. Und das kann einfach so nicht sein. Wir haben im Februar eine Anfrage erhalten, ob wir vom Kreditopferverein diese Menschen unterstützen können. Wir hatten jetzt schon einige Gespräche, werden auch zusammenarbeiten. Wir hatten auch mit dem Staatsanwalt, der diese Causa in Graz betreut, auch schon Gespräche. Er führt den Kreditopferverein als Opfervertreter der kroatischen Kreditnehmer. Ja, was ist da passiert in Kroatien? Kurz zusammengefasst, es wurden steirische und Kärntner Banken haben im großen Stil Kredite an nicht kreditwürdige Ausländer vergeben. Die sind hergegangen und haben auf Laternenmasten, Telefonzellen, in Teletext Werbung geschalten für günstige Kredite, obwohl sie wohlgemerkt in Kroatien keine Banklizenz hatten. Sie haben Kreditvermittler eingeschaltet, haben ein richtig schönes Netzwerk aufgebildet und haben den Leuten Kredite vergeben. Die haben sich natürlich im ersten Moment darüber gefreut, aber sie haben sehr vieles nicht lesen können. Sehr vieles wurde ihnen nicht erklärt, denn die Notare, wo die Kreditverträge unterschrieben wurden, dienten dem Netzwerk Raiffeisen. Zumindest ist das Sachverhalt im Moment so. All diese Vorlagen, die wir jetzt haben, all diese Unterlagen, die wir bekommen haben, lasst es vermuten, dass hier ein großes Netzwerk tätig gewesen ist. Und ich denke, so auch mit Rücksprache einiger Leute, mit dem Ziel, sich mit dem Endziel, sich Liegenschaften einfach günstig unter den Nagel zu reißen. Es wurden Kredite vergeben, die Menschen konnten natürlich nicht mehr zurückbezahlen, es wurden die Sachverständigergutachten, die Liegenschaften wesentlich höher bewertet, als sie wirklich wert waren. Man ist hergegangen, hat Kinder Gehaltszettel gegeben, das einfach von den Familien, die Kinder auch noch Gehaltszettel gehabt haben, was überhaupt nicht stimmt, weil mit 13, 14 Jahren arbeitet niemand und hat nicht irgendwelche hohen Einkommen. Also die haben einfach ein wunderbares System aufgebaut und dann wollten sie zur Ernte gehen und das haben sie in den letzten 2 Jahren begonnen, die Menschen, die Kredite fällig zu stellen, weil da Zahlungsschwierigkeiten da sind. Man muss sich einfach einmal diese Pfandurkunden und Kreditverträge durchlesen. Teilweise zum Schmunzeln, wenn es nicht so traurig wäre, sittenwidrig bis zum Gehtnichtmehr. Und dann sagt, okay, wir müssen dem Ganzen nachgehen, aber nicht anklagen. Sondern unser Ziel von unserem Verein her ist nach wie vor dieses, dass man mit diesen Raiffeisenbanken spricht. Dass wir den Raiffeisenverband auffordern, nicht etwas zu schreiben, Kroatien, Geschäfte, Bericht, entlastet Regionalbanken. Das kann es gar nicht geben. Also dieser Bericht, der ist gedürft, gefälscht oder man hat einfach falsche Unterlagen vorliegen gehabt, das Wesentliche gefehlt haben. Wir liefern die gerne, also uns liegen sämtliche Unterlagen vor und es werden täglich mehr, wo da wirklich teilweise auch die Tränen kommen, wie mit den Menschen umgegangen wird, anscheinend hat bei Raiffeisen, bei einigen Raiffeisen-Mitarbeitern das Menschenleben überhaupt keinen Wert. Also da ist nur der schnöde Mammon, der ist wichtig und alles andere wird vergessen. Indem einerseits die Staatsanwaltschaft prüft, hat natürlich andererseits auch der Raiffeisenverband zu prüfen bekommen und der Raiffeisenverbandsobmann, der Herr Franz Ditschenbacher, hat gesagt, sie haben alle Vorwürfe der kroatischen Kreditnehmer genauestens geprüft. Ja, die Frage, wo sie es geprüft haben und was sie geprüft haben. Weil wenn ich als Laie, der nicht im Bankwesen tätig ist, binnen einem Tag nur Unterlagen durchschaue, merke, dass da wirklich viel passiert ist und zum Nachteil der Kreditnehmer, dann muss ich mich fragen, was die geprüft haben. Es stimmt nämlich vieles nicht. Die wurden geschädigt, die Menschen, allein auf der Insel Raab, wo wir intensiv arbeiten, sind es 400 Menschen. Gerade plakativ, dass man sich das vorstellt, ich will ja nicht Zahlen, Daten, Fakten bringen, aber nur plakativ, wie das abgelaufen ist, das ist wie hier, wie ein Krimi. Die haben die Gelder vergeben, die haben die Gelder, früher hat man ja einen Pass gebraucht, dass man über die Grenze kommt und auch wieder zurückkommt, die Gelder über die Grenze geschmuggelt. Die haben die Gelder unten verteilt, die Kreditverträge, die Verträge, die wurden alle unten unterschrieben und dann haben sie natürlich diese Rückzahlungen tätigen müssen. Und die wurden teilweise in Restaurants, in Hotels, bei Privatpersonen und bei den Kreditvermittlern privat zurückgezahlt.
Dann hat es so Kaffeehausquittungen gegeben, Schmierzettel gegeben, da wurden bestätigt, wir haben das Geld erhalten. Aber wirklich das Netteste und wo wir das Nein haben müssen, da ist ein Bankdirektor persönlich unten gewesen, der einen Nylonsack und das Geld, das am Tisch gelegen ist, hat er in den Nylonsack reingeräumt und da sind zwei Leute gekommen, die einen Kredit gebraucht haben. Und jetzt muss man sich bildhaft vorstellen, der ist hergekommen, hat reingekramt in seine Sackerl, hat ihm 30.000 Euro gegeben, den anderen 15.000 und so hat er wieder Kredite vergeben. Also wenn man dort jemand sagt, dass das geprüft würde und das ist eure Richtigkeit hat, naja, das würden wir vielleicht da irgendeine andere Berufung finden oder einen anderen Job. Weil das kann es einfach nicht sein. Das kann es nicht sein. Im Moment macht es leider den Anschein, dass Raiffeisen sehr, sehr mächtig ist. Und dass Raiffeisen unsere ganze Gesellschaft im Moment lenkt. Aber das müssen wir genau. Wir müssen uns das ja nicht gefallen lassen. Wenn wir Einzelkämpfer sind, werden sie immer erfolgreich sein. Wenn wir es schaffen, näher zusammenzurücken, uns zusammenzuschließen und ohne irgendwelche Strafsanktionen aufzeigen, sondern wirklich aufzeigen, das System ist krank, das System hat ausgedient, das System ist pleite, bitte machen wir doch miteinander lösen. Wir sind ein kleines Land. Wir in Österreich können eine Vorreiterrolle spielen, eine Vorbildrolle für ganz Europa. Wir können es verändern. Unser Schiff ist klein und wendig. Noch. Aber dann machen wir uns zusammen und machen das. Die Hypo und der Krieg am Balkan. Nicht nur die Hypo, es war schon im Bosnien-Serbien-Krieg, hat es diese ganzen Kreditvermittlungen schon gegeben, wo es ganz im großen Sinne Waffengeschäfte gegangen ist. Da gibt es noch Menschen, die sich wehren und wo wir auch unterstützen, dass da die Wahrheit ans Tageslicht kommt. Das gleiche Spiel ist weitergegangen dann in Kroatien und im Endeffekt ist immer nur um den schönen Mammonwandel. Im Endeffekt sind es einige gierige Menschen, die nicht satt werden. Und jetzt sind sie hergegangen und haben uns die Hypo umgehen. Wir Steuerzahler, wir können sie alles noch bezahlen, das ist ja alles locker drinnen. Es ist aber nicht mehr drinnen. Der Franz hat vorhin am 25. die EU-Wahlen erwähnt. Ja, was glaubst du, was nach den EU-Wahlen passiert? Wir hatten letzte Woche in dem Nebenan ein ganz lustiges Erlebnis. Der Franz ist dann gegangen, weil es ihm zu viel wurde. Wir haben 5 EU-Kandidaten gehabt und die haben einfach gesprochen, was sie tun werden, wenn sie in Brüssel sind. Ich habe dann erlaubt, vom Verein aus, vom Kreditokoverein, nur 2 einfache Fragen zu stellen. Und mit Bitte der Beantwortung. Was ist Geld? Und was verleihen die Banken bei Kreditvergabe? Das sind die skurrilsten Antworten kommen. Wir schicken Menschen für uns als Vertretung in die EU, die überhaupt nichts verstehen, um was geht. Also da wäre es gescheiter, wir schicken niemanden hin und wir ändern unser System in Österreich. Denn eines sollte uns allen bewusst sein. Nach den EU-Wahlen, zumindest sehe ich das subjektiv so, wird über kurz oder lang Ende Juli Frankreich bekannt geben, dass pleite ist. Das einfach eine hundertprozentige Verschuldung hat. Ja, was passiert dann? Im Endeffekt werden wir zu einer Schuldenunion. Zumindest macht es jetzt den Anschein. Dann haben wir alle so ca. 92% Schulden in der EU. Die Bankguthaben, die werden einfach dann abgesaugt. Zusätzlich bei der Gelegenheit möchte ich den Tipp geben, wenn Sie Liegenschaften haben, Eigentum haben, geben Sie Belastungs- und Veräußerungsverbot drauf, das kostet nicht viel, vielleicht können Sie sich ein bisschen schützen. Aber was passiert denn wirklich? Wir werden alle Umkehrungen enteignet und niemand spricht den wahren Fehler an, was passiert. Unser Finanzminister Spindlecker hat uns ja erklärt, wir Steuerzahler müssen das wieder mit 2 Jahren zusammenrücken und uns zusammennehmen, weil wir müssen ja die Hypo retten, weil wenn die nicht gerettet wird, ja was passiert denn? Ja, was passiert denn wirklich? Ich glaube, die haben den Gedanken noch nicht fertig gedacht. Wir haben gestern vom Kreditopferverein uns einfach bemüßigt gesehen, noch einmal eine Anzeige, die erste Anzeige übrigens wurde bis dato nicht beantwortet, vor 3,5 Monaten haben wir bereits eine wegen Konkursverschleppung in der Causa Hypo Alpe Adria eingebracht bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Und gestern haben wir gesagt, okay, wir geben noch einmal eine Anzeige raus, aber diesmal geht die Anzeige gegen den ehemaligen Finanzminister Josef Pröll, der damalige Bundesregierung. Der heutigen Bundesregierung und der FMA.
Ich habe nämlich witzigerweise, also zufällig die CD, kann ich mir glaube ich nicht mehr, es fällt einem vieles zu, vor 14 Tagen eine CD erhalten mit sämtlichen Geschäftsberichten der letzten 10 Jahre von nationalen und internationalen Banken. Und da frage ich mich dann wieder, wo haben die FMA hingeschaut? Das gibt es ja gar nicht, dass sie das nicht gesehen haben, was da passiert. Die haben weggeschaut und sind Systemdiener. Und wir wollen die Zeche zahlen, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich will das nicht und ich will das auch nicht für meine Kinder, für meine Kindeskinder, überhaupt für die nächsten Generationen. Es kann so nicht weitergehen und ich rufe wirklich alle auf, schließen wir uns friedlich zusammen, ändern wir das, denn viele wissen nicht, was zu tun und führen uns in den Abgrund. Dies. Ja, ja, gleich. Ich habe es nicht vergessen. Jedenfalls haben wir uns dann tiefer damit auseinandergesetzt. Wir sind gespannt, was passieren wird. Zumindest kann eines niemand sagen, dass wir nichts getan haben. Und wir, also zumindest ich für meinen Teil und die im Kopf mitarbeiten, müssen sich nie den Vorwurf gefallen lassen, ihr habt ihr das nicht gesehen, warum habt ihr nichts getan? Natürlich sehen wir es. Und natürlich handeln wir mit allen Konsequenzen und teilweise kriegen wir schon Androhungen und Schriftstücke seitens Banken, wo man sich die Frage stellt, wo seid ihr da ein Röschenschlaf oder was ist los, was wollt ihr noch schützen? Es gibt nichts mehr zum Schützen. Und betreffend Hypoalpe Adria, was da wirklich dahinter steckt, in unserer Anzeige steht drin, ihr findet es auf der Homepage, möchte ich jetzt gerne jemanden, der sich über den Franz kurzfristig gemeldet hat, das Wort erteilen, der sicher ganz wunderbar in einer herzlichen Stimme und mit herzlichen Gemüt rüberbringen kann, das ist der Monte Cristo. Zu uns. Sie haben das Geld und wir die Erfahrung und in ein oder zwei Jahren haben wir das Geld und Sie die Erfahrung. Aber wissen Sie, was hier im kleinen Stil passiert mit kleinen Einzelunternehmern, mit Gewerbetreibenden, mit kleinen Kapitalgesellschaften, den sogenannten KMUs, die von der Start-up-Phase über die Major-Phase bis zu Mittelstandsunternehmen heranwachsen, die vom Herrn Magde Frey, Mächte Frau, entschuldigen Sie. Das Konzept oder das Geschäftsmodell von Banken hat sich als solches herausgestellt, Besitzumverteilung zu produzieren. Es geht letztlich darum, um über die zinsbasierte Geldökonomie eine Besitzumverteilung zu praktizieren. Am besten können Sie das beobachten, ich habe es schon vor kurzem einmal erwähnt in einem Vortrag, ich habe es auch drin in meinem neuesten Buch, das nächste Woche dann wirklich erhältlich sein wird. Wenn Sie jetzt allein nur ein Beispiel hernehmen, die fünf größten amerikanischen US-Banken, die die letzten 3000 Bankpleiten in den Vereinigten Staaten abgewickelt und geschluckt haben, die haben 1990 noch ein vom gesamten US-Bankvermögen 9% unter ihrer Kontrolle gehabt und haben letztes Jahr 44% unter ihrer Kontrolle gehabt, des gesamten Bankvermögens. Sie können daraus schließen, dass das Konzept des Geldmonopols darauf ausgerichtet ist, den Wettbewerb auf Dauer so auszuschalten, dass ein oder zwei große Marktakteure überbleiben, die den Markt dominieren und uns mit Geld versorgen. Und das, was wir hier im Kleinen erleben, was die Raiffeisen hier praktizieren oder was die Sparkasse hier praktiziert, das hat letztens auch die Bayern LB mit der Raiffeisen praktizieren wollen, als sie im Dezember 2009 nach Wien gefahren ist. Der renommierte Bankexperte Dr. Fritz Kleiner hat in seinem Gutachten angeblich erwähnt, sie wollten die ÖSIS schrecken. In Wahrheit wollten sie nicht die ÖSIS schrecken, sondern sie wollten das tun, was sie mit dem Herrn, was die Raiffeisenbank im kleinen Stil mit der Rocco GmbH oder mit dem Herrn Mägdefrau gemacht hat, nämlich die Raiffeisen einkassieren.
Und das wäre natürlich für jeden Finanzminister ein guter Grund zum einen einmal gewesen, das zu verhindern. Aus der Sicht ist mir jede Notverstaatlichung klar und nachvollziehbar. Aber wie kann es sein, dass die Bayern nach Österreich kommen und den zweitgrößten Bankapparat, weil 200 Milliarden Bilanzsumme entsprechen in etwa einem Viertel unseres gesamten Bankvermögens, das wir in Österreich haben, das liegt jetzt bei knapp 930 Milliarden Euro. Das kann sich natürlich kein Finanzminister bieten lassen. Das ist das eine. Das zweite ist, der Werner Kogler hat ja immer so gesagt, Asche zu Asche, Raiffeisen zu Raiffeisen, Bröll zu Bröll oder umgekehrt. Er ist ja von der Raiffeisen angeblich gekommen, zum Finanzminister dann geworden und ist wieder zurückgegangen in die Raiffeisen in einer Nacht- und Nebelaktion. Ich hätte es auch verstanden, weil wenn ich das unterschreiben hätte müssen oder diese Dinge, die er unterschrieben hat, da im Dezember 2009 oder haben muss, wäre es mir vermutlich ähnlich ergangen. Ich weiß nicht, wie es jetzt dann der Frau Dr. Gries gehen wird, wenn sie dieselben Eindrücke sammeln wird. Ich weiß auch nicht, ob man ihr diese Unterlagen überhaupt vorlegen wird. Ich kann Ihnen nur von meinem Erlebnis erzählen. Ich habe dieses Buch geschrieben, von dem da draußen ein paar Folder aufgelegt worden sind, eigentlich aus einer Nolens-Volens-Situation. Ich hatte es nicht geplant gehabt, sondern ich war plötzlich in der Situation, dass mir Bürger, österreichische Zivilisten, Arbeiter, Angestellte, Kleinunternehmer, mittelständische Unternehmer von Geschichten erzählt haben, wo ich gesagt habe, ne, da muss ich irgendwas drüber schreiben. Und als ich damit begonnen habe, hatte ich noch relativ wenig in Händen. Als ich damit zu Ende war, war es so viel, dass ich 5 Bände drüber schreiben hätte müssen. Ich muss Ihnen offen gestehen, mir steht es bis daher, ich kann die Geschichten nicht mehr hören. Und die, die ich heute hier gehört habe, die wirklich dazu führen, dass die Leute hier in Tränen sitzen, und das sind Manager, das sind junge Manager, Unternehmer, die mit Ideen, mit Kreativität und mit ein wenig Kapital und mit dem Rückhalt ihrer Familie den Schritt in die Selbstständigkeit wagen, und die werden ruiniert und kaputt gemacht, und durch diesen Besitzumverteilungsprozess wird letztlich ein Prozess in Gange gesetzt, der wirklich zur Frage stellt, und das habe ich dem Bundeskanzler Faymann in meinem zweiten Brief auch geschrieben, der in diesem Buch auch Wort für Wort vertextet ist oder abgedruckt ist, ob er das wirklich will, Banken gegen Bürger. Wir haben eine Schattenregierung. In Wahrheit regiert nicht unsere Regierung, unsere Volksvertreter haben in Wahrheit relativ wenig zu sagen. Ich muss mir die Frage stellen, wie kann man einen Erwin Bröll tatsächlich in die Situation bringen, dass er eine Notverstaatlichung unterschreibt, zu der er erstens einmal die letzten 5 Jahre schweigt, zu der er schweigt, nichts sagt, alle einen großen Mythos darum machen, niemand wirklich eine Aufklärung betreibt, und ich, als Autor, der für gewöhnlich mit solchen Geschichten relativ wenig zu tun hat, plötzlich von halb Österreich kontaktiert werde, über E-Mail, über Telefon, über SMS, über meine Agentur, über meine Künstleragentur, über meinen Verlag. Die Leute wollten mir Geschichten erzählen, die ich nicht glauben konnte. Und eine davon war zum Beispiel diese Raiffeisen-Geschichte, als mich ein international tätiger Journalist kontaktiert hat, der von mir gewusst hat und der für mich in Südamerika eine Werbekampagne machen hätte sollen und mir gesagt hat, ihm sind Unterlagen zugespielt worden, sind 10 cm dick, darunter sind Gutachten von der PricewaterhouseCoopers und von anderen Wirtschaftsprüfern. Unter anderem sind darin auch Dokumente, die der Herr Bröll teilweise unterschrieben hat. Und es ist eine Aufgliederung sämtlicher Kleinbanken, Tochterbanken, Leasinggesellschaften gegeben, aus denen hervorgeht, wer in Wahrheit, und zwar als letztes Glied in der Kette, für das gesamte Hypoloch gehaftet hätte. Und nachdem dieses Hypoloch 17,8 Milliarden, das ist die heutige Erkenntnis, man weiß es ja noch immer nicht so exakt, 17,8 Milliarden betragen hätte, und der Prozentsatz von diesen Bürgschaften, die in dieser aufgegliederten Liste zusammenaddiert ca. 77% ergibt, der dazu führt, dass die Raiffeisen-Gruppe zu 77% für das Hypo-Desaster gehaftet hätte, anhand von reziproker Bürgschaften, Patronatserklärungen, Haftungserklärungen, Garantien über Tochterfirmen, genauso wie sie es da machen, ja,
Hätte das bedeutet, dass bei einer Bilanz, dass bei einem Eigenkapital der Raiffeisen 2009 von 10,3 Milliarden Euro und einem Loch von 17,8 und daraus ausgerechnet ungefähr 70%, das Eigenkapital der Raiffeisen Bums gemacht hätte. Respektive, sie hätte es umbuchen müssen, sie hätte Rückstellungen passivieren müssen auf ihrer Fremdkapitalseite und das hätte das Eigenkapital aufgehoben. Ich saß gegenüber von diesem Herrn und sagte, das glaube ich ja nicht, das gibt es ja nicht. Doch, schauen Sie sich diese Sauerei an. Und das war nicht das Einzige. Mir saßen Leute gegenüber, die waren 15 Jahre fürs Finanzministerium tätig. Das waren brave Beamte, die waren Großbetriebsprüfer, mittelständische Unternehmen wurden geprüft. Die wurden so ruiniert über das Gesetz, und da möchte ich dann auch über die FMA etwas sagen, weil das früh gefallen ist, die wurden so ruiniert über die Einführung des neuen Wertpapieraufsichtsgesetzes, über die konzessionierten Wertpapierdienstleister und über Machenschaften, die im Hintergrund stattfinden, dass die letzten 6-7 Jahre nichts anderes getan haben, als ihr gesamtes Netzwerk, das sie über 15 Jahre in der Finanz aufgebaut haben, mobilisiert haben, um ihnen Informationen zuzutragen von Banken, internas, Dokumente, damit sie sich ein Bild machen können. Wissen Sie, was diese Leute mir schreiben? Das sind wirklich Leute, die haben Kinder, alle im pubertären Alter bis zu 17, 18, 19 Jahren, die sagen, wir müssen dieses System sprengen. Es kann nicht sein, dass ein Kulturer... Diese Leute sagen... Verurteilte Generaldirektoren oder Manager wie ein Kulterer oder wie ein Elsner oder wie ein Leutl oder wie ein Rieger oder wie sie alle heißen, sind letztlich vorgeschobene Sündenböcke, aber dahinter läuft das System weiter. Ja? Und als ich mir diese Dokumente alle angesehen habe, habe ich mir gesagt, ich will Ihnen die ganze Geschichte nicht erzählen, das können Sie im Buch nachlesen. Ich hatte Korrespondenzen mit den Aufsichtsräten, mit dem Bundeskanzler, mit den Landeshauptleuten etc. etc. Mein Eindruck war erschütternd und ich war bestürzt. Und weil ich so erschüttert war, hat mich das natürlich dazu getrieben, mein Projekt der Recherche und dieses Buches zu vertiefen und intensivieren. Und ich bin immer tiefer in einen Bankenstrudel hineingeschlittert, der mich dazu gezwungen hat, mit 3 unterschiedlichen Autos zu fahren, 5 unterschiedliche Mobiltelefone zu benutzen. Ich hatte auch 2-mal meine Security mitten in der Nacht im Einsatz. Und mir erzählten die Leute, ich solle vorsichtig sein, es gibt Morddrohungen. Und als ich einen leitenden Politiker oder Parlamentarier unseres österreichischen Parlaments bei einem Abendgespräch, das wir kurzfristig eingeschoben haben, der Professor Franz Hörmann war zufällig dabei, gefragt habe, ob wir in Chicago sind, hat er gesagt, nein, das sind wir sicher nicht. Dann habe ich ihn gefragt, na, können Sie sich vorstellen, dass es Generaldirektoren oder Manager gibt bei österreichischen Banken, die Mordaufträge erteilen, die danach fragen, ob sie ihren Vorstandskollegen aus dem Weg räumen lassen können, hat er auch zuerst gesagt, nein, das glaubt er nicht. Dann habe ich ihm eidesstattliche Erklärungen vorgelegt. Ich habe ihm polizeiliche Ermittlungsakten von der Interpol, ich habe polizeiliche Ermittlungsakten von der EDOC vorgelegt und habe ihn gefragt, jetzt frage ich Sie eines, und das ist ein leitender Politiker, ich habe ihn dann gefragt, jetzt frage ich Sie eines, wenn Sie sich anschauen, mit welchen Leuten dieser Herr Kulterer hier Geschäfte gemacht hat, und da waren Leute dabei wie ein Raoul Bersamieu, da waren Leute dabei wie ein Adnan Khashoggi, der in Waffengeschäfte verwickelt ist, wir hatten plötzlich Listen, Dokumente, die mir vorgelegen sind, die ich nicht glauben wollte. Die standen aber nirgendwo in den Medien, die standen in keiner Zeitung. Nirgendwo stand, dass der Kulterer unter Verdacht steht, nach wie vor noch, wobei ich glaube, dass dieses Verfahren mittlerweile auch eingestellt worden ist. Ich weiß es nicht. Das hat den Grund, Raiffeisen beherrscht ja fast alle österreichischen Medien. Naja, das war dann die nächste Aussage, weil als ich meinem Gegenüber am Tisch gesagt habe, wenn es stimmt, dass der Brödl mit dem Auftrag, mit unserem Geld, eine Goldkette mitzubringen, dorthin geht und dann eine Messingkette mitnimmt, obwohl er die Goldkette haben hätte können, dann müssen wir diese Goldkette zurückverlangen. Weil wenn der Brödl tatsächlich die Raiffeisen gerettet hat, mit der Notverstaatlichung der Hypo, dann gehört die Raiffeisen in Wahrheit dem Volk. So ist es. Und ich habe ihm auch gesagt, und er hat genickt und geschmunzelt darauf, ich habe ihm gesagt, wir müssen
einen Weg finden, diese Besitzansprüche an der Raiffeisen, das sind 200 Milliarden, die jetzt noch immer unter der Kontrolle der Schwarzen Partei sind, aus der der ehemalige Finanzminister ja kommt oder gekommen ist. Das müssen wir ins Eigentum des Volkes zurückführen. Und seine Antwort war darauf, ja, und als nächsten Schritt verkaufen wir alle Medienbeteiligungen, damit die Politik keinen Einfluss mehr auf die Medien hat. Und wie gesagt, das ist eine gute... Allerdings weitergegangen, nachdem er es mir nicht glauben wollte, habe ich ihn dann gefragt, sagen Sie, jetzt würde mich einmal interessieren, wie wurden denn diese Banken hier in Österreich geprüft? Wurden die geprüft? Und er sagt, na selbstverständlich wurden die geprüft. Weil ich habe ihm gesagt, wie ist es denn möglich, dass ein Flöttl nicht nur in der BAWAG auftaucht, sondern er taucht auch in der Hypo auf. Seine Ross Capital Group und seine Mandarin Group, und witzigerweise eine Briefkostenfirma oder eine Stiftung von Grasser hat ja auch Mandarin geheißen, ja, taucht plötzlich bei der Hypo auf. Und ich habe ihn gefragt, haben Sie eigentlich überprüft, ob hier Geldwäscheaktivitäten vorgenommen worden sind? Und plötzlich taucht auch wieder die Raiffeisen auf. Wo am einen Tag Beträge von 30, 40 Millionen mit der Bezeichnung Redemptions auf ein Verrechnungskonto einfließen, das heißt Kundengelder, die fließen dann weg. Und zwei Tage später kommt von einem anderen Konto der gleiche Betrag zurück aufs selbe Konto. Und das heißt, dann wieder Redemption. Ich bin immer tiefer in diese Sache hineingeschlittert und habe plötzlich einen Nationalbankapparat von mir gesehen, denn dazugekommen ist dann auch noch plötzlich die erste Gruppe. Die erste Gruppe insofern, weil ich in Berührung gekommen bin mit einer kleinen lokalen Sparkasse, klein unter Anführungszeichen, für Maßstäbe, wie wir es in der Raiffeisen haben, aber doch groß genug, um das System zum Kollabieren zu bringen. Weil die Hypo war auch nicht viel größer. Die hat auch 20, 30 Milliarden Bilanzsumme gehabt. Das Problem war eben nur, dass wäre sie geplatzt, und der Bröll hätte das ja gar nicht dürfen, er hätte da die Hypo ja gar nicht notverstaatlichen dürfen, weil nach der EU-Richtlinie ja nur Systemträgerbanken notverstaatlicht werden dürfen. Ja? Die Hypo ist es aber trotzdem geworden. Es ist es deswegen geworden, weil er die Raiffeisen eben damit gerettet hat. Aber das beweist uns schließlich nichts anderes, als dass ein kleiner Systemträger unten, der eine Bilanzsumme hat, die in etwa 0,1% oder 1% von der Bilanzsumme der Europäischen Zentralbank entspricht, dass diese kleine Regionalbank in der Lage wäre, durch das Platzen ihrer Aktivseite ein ganzes System bis hinauf zum Kollabieren zu bringen. Weil der Herr Jean-Claude Trichet hat den Herrn Bröll ja im Jahr 2009 angerufen und ausdrücklich, oder expressis verbis könnte man sagen, interveniert, dass die Hypo gerettet wird, damit die Raiffeisen gerettet wird und der Euro nicht in Gefahr gerät. Und 2009 gab es noch kein Griechenland-Problem und es gab auch damals noch kein ESM-Rettungsschirm. Also diese Situation von 2009 hat sich bis heute aber noch zugespitzt und dramatisiert, denn wir haben plötzlich eine ähnliche Situation mit der Erste Bank. Und das ist verursacht durch die Steiermärkische Sparkasse. So sehe ich das. Das ist meine Interpretation der Bilanzzahlen und der Daten, die ich von der Steiermärkischen Sparkasse habe. Dass sie das Potenzial hat, sollte es sich so herausstellen, wie es in der Hypo ähnlich gelagert war. Und die Steiermärkische Sparkasse, ich will nur zwei, drei Eckdaten sagen, hat genau in jenem Zeitraum, in dem die Hypo alles abgebaut hat, seit 2008, im Balkan unten wild expandiert, hat 2,4 Milliarden Euro, obwohl sie nur 1 Milliarde Eigenkapital hat, 2,4 Milliarden Euro im Balkan an Krediten vergeben. Wir wissen nicht wohin. Es tauchen dubiose Leasing- und Immorent-Gesellschaften auf. Und wir kommen letztlich, wenn wir die Bilanz ganz grob nur überblicken und analysieren, weil auch ein Beteiligungsportfolio auftaucht, das in einer Zeit, wo alle abwerten, und alle zusperren und alle miese machen, das Beteiligungsportfolio der Steiermärkischen Sparkasse am Balkan unten ist auf wundersame Weise um 8- bis 9-stellige Beträge gestiegen. Wir wissen, wie das geht. Man kann natürlich Unternehmensbeteiligungen aufwerten um das Geld, und das sind über 400 Millionen Euro, die denen gefehlt haben an Cash-Einnahmen, weil die haben durch die Finanzkrise um 400 Millionen weniger Zinseinnahmen, um das auszugleichen. Ich stand vor einem System. Die Volksbanken AG ist auf Randstatus abgestuft worden, die Bank Austria kehrt den Kaffee machen, das wissen wir eigentlich. Kommunalkredit. Ja, von der Kommunalkredit. Ich sage Ihnen,
ich stand plötzlich vor einem Apparat, wo ich CDs, Daten, Tonbänder, Dokumente, Wirtschaftsprüfungsgutachten, parlamentarische Anfragen, Sachverhaltsdarstellungen, Stellungnahmen vom Bundesministerium gesehen habe, die ich nicht geglaubt habe. Und dann sitze ich vor dem Politiker und sage ihm, können Sie mir bitte erklären, wie es möglich ist, dass ein Oberlandesgericht in Wien im Jahre 2008 in der Beweiswürdigung feststellt, und ich habe ihm dann die Seite 12 von diesem Urteil aufgeschlagen, wo drinnen steht, laut Aussage von mehreren Zeugen, hatte das Finanzministerium mit der Bundeswertpapieraufsicht und danach mit der Finanzmarktaufsicht eine interne Regelung getroffen, die es wörtlich gelautet hat, die konzessionierten Wertpapierdienstleister und Banken nicht zu prüfen, sondern die Daten zu glauben, bis ein gegenteiliges Indiz vorliegt. Steht in einem Urteil vom Oberlandesgericht. Und das über Jahre. Und jetzt habe ich den Politiker gefragt, wie ist das möglich? Er hat gesagt, die dürfen das ja gar nicht. Ich habe gesagt, das weiß ich schon. Und die nächste Frage interessiert mich dann auch. Warum hat das Oberlandesgericht ans Bundesministerium keine Anzeige erstattet? Und so sammeln sich Geschichten zusammen und Geschichten zusammen. Dann kommen plötzlich Dokumente, aus denen hervorgeht, dass Mitarbeiter der Finanzmarktaufsicht gezielt und bewusst Gutachten und Berichte gefälscht haben, wo ganz gezielt falsche Dinge hineingeschrieben worden sind. Und nicht nur das, es tauchen Leute auf wie ein Kranebieter, der sich nie beworben hat für den Hypo-Vorstandsposten, aber vom Dietz hineingedrängt worden ist. Ich stand einem Universum gegenüber nach ungefähr 5 Monaten von Machenschaften, die von der Politik über die Banken in die Aufsichtsbehörden bis in die Justiz hineinreicht. Und genau das, was man mit der Hypo und der Raiffeisen gemacht hat und was man mit uns gemacht hat, das hat man letztlich auch mit den Griechen und mit der Deutschen Bank gemacht. Und ich bin der Meinung, dass wenn wir diesen Kraftakt stemmen wollen, und das können wir nur in einem Schulterschluss, und das, was den Bürgern und dem Volk gehört, auch zurückholen wollen, dann sollten wir auch den nächsten Schritt machen, weil wir haben ja auch unsere Beiträge dafür geleistet, dass die Griechen gerettet worden sind. In Wahrheit ist aber nicht die Griechen worden, sondern die Deutsche Bank gerettet worden ist. Dann sollten wir auch den nächsten Schritt machen, nach Europa gehen und die Besitzansprüche der Deutschen Bank einfordern. Und wenn wir als einziges Land damit beginnen, ich habe genug Kontakte auch in andere Länder, die da sofort mitmachen, ja? Aber wenn wir als einziges Land damit beginnen, dann sollten wir zumindest mit gutem Beispiel vorangehen und unserer Schattenregierung, die da im Hintergrund am Werken ist, zeigen, dass sie möglicherweise die besseren Schauspieler sind, aber das Drehbuch noch immer von der Demokratie geschrieben wird. Ich will jetzt auch gar nicht lange aufhalten, weil es ist ja nicht meine Aufgabe gewesen. Hallo! Danke. Vielleicht beende ich es noch mit dem Johann Nestroy, der mal gesagt hat, ich danke den Phöniziern, dass sie das Geld vor 4000 Jahren erfunden haben. Ich frage mich bloß, warum so wenig davon. Es stimmt ja nicht, es ist ja nur eine Umverteilung. Eine kurze Wortmeldung bitte noch, eine positive zu Ihrem Thema Raiffeisen. Ich habe seit 2007, 11. Jänner 2007, gegen Raiffeisen gekämpft, bin fast draufgegangen, finanziell, gesundheitlich, ich habe vor einigen Wochen gewonnen. Und gestern habe ich das Gutachten der Kreditopferhilfe zur Veröffentlichung gegeben, also es wird in einigen Tagen dann erscheinen auf der Webseite. Und der Fall, den kann ich jetzt hier nicht ausführlich beschildern, wird dann alles nachzulesen sein. Danke. Danke für die Wortmeldung. Eine Frage. Die Rolle Erwin Bröll, die du immer ansprichst, die ist mir, wenn du die Kurs noch bitte erläuterst. Erwin Bröll, was hat das heißen? Josef Bröll. Warte, ich weiß nicht. Niederösterreicher. Ich wusste selbst nicht, ich hatte erst heuer im März erfahren, dass der Bröll, bevor er in die Politik gegangen ist, bei der Raiffeisen war. Das habe ich ja gar nicht gewusst. Wie der ist.
Haftungserklärung Erwin Bröll, habe ich irgendwann einmal gehört. Und jetzt wieder ist, ja, dieses Konvolut, von dem ich Ihnen vorhin erzählt habe, diese 10 cm, dieser 10 cm dicke Papierstapel, das ist ja auch interessant für mich zu beobachten. Der wurde ja in der Zwischenzeit schon unter den Oppositionsparteien verteilt. Ja? Ein Journalist von der Kronenzeitung hat den Mitterlehner jetzt vor einem Monat einmal den Herrn Minister Mitterlehner, auf das ihn einmal angesprochen, der hat dort völlig panikartig reagiert, weil irgendeine Verwandte vom Mitterlehner dort bei der Raiffeisen tätig ist und hat gesagt, das ist ja unerhört, Sie wüssten ja, dass das klagbar ist. Offenbar, also ich weiß aus vertraulichen Informationen, dass diese Unterlagen schon in Verkehr gebracht worden sind und die Oppositionsparteien, und man hat mir auch gesagt, die FPÖ hat ja großes Interesse, auch den Bröll anzuzeigen, also sie haben da noch Schützenhilfe und die Grünen angeblich auch, die wollen ja den Untersuchungsausschuss. Und dort wollen sie diese Papiere dann beim Untersuchungsausschuss, uns hat man ja gesagt, am Tisch, man kriegt ihn. Das ist mittlerweile die Rückmeldung aus den Parteiengremien, dass man den Untersuchungsausschuss kriegt. Aber dort hat offenbar die FPÖ vor, dieses Beweismaterial mit diesen Haftungs- und Garantieerklärungen vorzulegen. Und für mich, wissen Sie, ich wäre vermutlich der beste Verteidiger für den Bröll. Weil der Bröll und der Flieder haben ja seinerzeit in einem Interview gesagt, wir haben eine Kettenreaktion verhindert. Wir haben katastrophale Auswirkungen. Die soziale Stabilität wäre aus den Fugen geraten. Wir haben eigentlich eine Katastrophe verhindert. Ich meine, es sagt ja schon der Hausverstand, dass eine relativ kleine Bank mit 20, 30 Milliarden Bilanzsumme keine Katastrophe auslösen kann. Das muss ja irgendeine andere Ursache haben. Ich wäre vermutlich sein bester Verteidiger, weil er war ja in einer Notstandssituation. Was tun Sie denn? Aber, dass er trotzdem hergeht, es unterschreibt und uns dann die Hyper unterjubelt, das ist das, was ich eine Riesensauerei finde. Das ist das, was abgestellt gehört. Und das ist das, was insofern abgestellt gehört, weil offenbar diese Bankster unsere Volksvertreter so unter Druck setzen können, dass die Dinge tun, die kriminell sind. Und das kann nicht in unserem Auftrag und Interesse erfolgen. Also, das noch zum Thema Bröll. Ja, danke schön. Die Kurzfassung zu dem kam auf zwei Seiten lesen bei der Anzeige, die wir gestern bei der Vista eingebracht haben. Wir haben es einfach ganz knapp zusammengefasst. Und das Interessante ist wirklich, dass das Edipatris da wo eingesetzt wird, etwas zu retten, was nicht zum Retten gibt, wo ja die Raiffeisenbank und die erste, so wie es im Moment ausschaut, und auch die vorliegenden Fakten, Bilanztechnik pleite ist. Also was da passiert und ein Ehepaar möchte das retten, nein, das ist dann nicht offen zur Kaschkarl-Republik. Also sollten wir uns überlegen, wie wir da weiterhin vorgehen. Ja, jetzt haben wir sehr viel gesprochen, vielleicht gibt es jetzt Fragen aus dem Publikum. Darf ich dir das Mikrofon übergeben, Karl-Heinz? Darf Sie bitten, Ihre Fragen zu formulieren? Gerne. Und bitte zu warten, bis ich Ihnen das Mikrofon gebracht habe. Es wird auch direkt übertragen, besser, das Mikrofon. Es ist nicht, um Ihre Stimme zu verstärken. Ich habe zuerst gehört, ARD bzw. ZDF hat Bericht gemacht über die beiden Fälle. Das weiß ich nicht, was war mit ORF oder Zeitung? Wie schätzen Sie unsere Zeitung? Und da ist ja schon angeschnitten worden. Der ORF ist vorwärts. Ich habe im Juni 2008 im ZDF von Kanal 21 einen Bericht über die Causa Rocco Modelleisenbahn Raiffeisenverband Salzburg, und da sind auch andere Themen, andere ähnlich gelagerte Fälle aufgezeigt worden. Das können Sie auch jederzeit bei mir über die Homepage, steht ganz rechts oben, steht der Link dazu, oder auf YouTube, einfach auf YouTube gehen und nur Rocco ZDF frontal eingeben, dann kommen Sie automatisch auf 7 Minuten 50 Sekunden diesen Bericht. Der ORF hat nichts gebracht. Der ORF hat es bisher verweigert, sämtliche österreichischen Medien, bei denen ich war, Profil, News, Format, wie sie alle heißen, Wirtschaftsseite, alle Unterlagen vorliegen, alle Dokumente. Bis heute wird hier das Ganze verweigert. Möglicherweise gibt es jetzt ein neues Thema, das ich gerade vorbereite. Raiffeisenverband Salzburg ist Eigentümer einer Bank in Deutschland, der Salzburg-München-Bank. Die hat Vollbanklizenz und diese Bank soll jetzt gerade aktuell an die große Airbus-Gruppe verkauft werden.
Ich habe den Airbus-Vorstand vor einigen Wochen darüber informiert, dass das eigentlich nicht möglich ist, weil Airbus weltweit strengen Antikorruptionsrichtlinien unterliegt. Und solange ein Verfahren, wie es jetzt hier eben beim Bundesjustizministerium in meiner Causa Rocco Raiffeisen anhängig ist, dürfte Airbus eigentlich gar nicht diesen Kauf durchführen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Themen, die jetzt da noch mit dazu kommen. Die Veranstaltung, die Pressekonferenz mitgeschnitten hat. Es wird die mittelbare Zukunft weisen, wie weit Herr Gordon mit seinem Team und seinen Recherchen hier einen entsprechend realen und auch den Tatsachen entsprechenden Bericht über die Situation abgeben wird. Andere Medien in diesem Land sukzessive, mit der Zeit und schon langsam, es ist heute unsere zweite Pressekonferenz, ist das Interesse bereits wesentlich größer als beim ersten Mal. Und wie sagt man, steht der Tropfen, höhlt den Stein. Also mit dem ich glaube, das liegt aber auch an uns, an Ihnen allen, wie diese Botschafter sind. Sie müssen einfach sich gewähren, dass man sensible Themen und das jetzt in Bezug zu den Eigentümerverhältnissen der österreichischen Medien, das ist halt kurz angesprochen worden, das ist der Raiffeisenverband angesprochen worden, der massive Eigentumsverhältnisse hat. Ja. Und ihr seht, der ORF, der unter der politischen Fuchtel steht, die möchte jetzt dem Herrn Gordon nicht unterjubeln, dass er jetzt irgendjemand fragen darf, was er zu recherchieren hat, das macht er schon selber. Ja. Aber es gibt dennoch in all dem, dass er jetzt irgendjemand fragen darf, was er zu recherchieren hat, das macht er schon selber. Ja. Aber es gibt dennoch in all diesen großen Medien, und das ist, ich kann Ihnen ein Beispiel sagen, eine gute Freundin, ich bin immerhin auch Vorstand im Verein für Medienkultur, eine gute Bekannte von mir war bei der APA, die hat dort eine wesentliche Funktion ausgeführt. Und die hat im Vertrauen, nein, nicht im Vertrauen, das kann sie jetzt, heute kann sie darüber reden, sie ist in Pension, hat sie uns erzählt, wenn sie einen Bericht, sie war im Ausland tätig, abgegeben hat, ging das über den Tisch des Chefredakteurs. Wenn der einverstanden war, dann hat die APA das rausgegeben. Und die APA ist immerhin eine Institution, die Medien mit Informationen bedient. Also wenn man sich das mal überlegt, was diese Aussage jetzt und was da dahinter stehen könnte, dann kann man sich vorstellen, wie schwierig es für abhängige Medien ist, objektiv und nicht subjektiv zu berichten oder überhaupt zu berichten. Da geht es um Jobs und so weiter. Dass die APA, ich bin jetzt nicht ganz sicher, 9% oder 11% an der APA hält Raiffeisen über Verschachtelungen. Das stimmt übrigens, die Reife sind auch bei der APA beteiligt über eine Beteiligungsmodell. Ja. Bitte weitere Fragen? Also wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann gebe ich das Mikrofon kurz noch an Herrn Koster. Ganz kurz für die Frage indirekt an uns beide gerichtet war mit den Medien und Fernsehberichten. Es ist mir bis dato vielleicht sogar auch zu wenig Einsatz gezeigt, noch nicht geglückt, große Medien mit Ausnahme des Kurier für meinen Fall zu interessieren. Ich suche da aber die Schuld ein bisschen bei mir selber. Es ist mir offensichtlich nicht geglückt, meine Gesprächspartner davon zu überzeugen, dass es nicht um einen Einzelfall geht, sondern dass es ein konkretes Thema geht, das mindestens einmal in der Sparkasse Oberösterreich tausende Leute betrifft und was aber österreichweit mehr wie 150.000 Konsumenten betrifft. Und das geht von meinem zum allgemeinen Thema, darf ich kurz erläutern. Wir haben de facto für alle Fremdwährungskreditnehmer, die noch in Fremdwährungskrediten sind, und das sind laut jüngsten Zahlen 157.000, habe ich heute gelesen, praktisch eine Monopolstellung mit dem Kreditgeber. Sie müssen wissen, der Fremdwährungskreditmarkt ist tot, das ist auch im Großen und Ganzen okay so, aber die Frage ist, was ist mit den Bestehenden, wie kriegen wir denen ihre Kredite noch ins Ziel? Ziel bis zur Restlaufzeit. Und jetzt gibt es Leute, Menschen, die haben 10, 15 Jahre Restlaufzeit und mit dem Wissen, dass der Markt tot ist und ich kann nicht zu einer anderen Bank gehen, wenn ich denn mit meiner bestehenden Bank ein Problem habe, so wie mit meiner Sparkasse, reden wir hier von Kommunismus, eure Monopolstellung. Es gibt keinen Markt. Und ich wollte damit nur aufzeigen, dass sich ein Institut wie die Sparkasse Oberösterreich, die sich nicht so ehrenhaft verhält, das täglich ausnutzt. Und ich glaube, es ist mir hoffentlich gelungen, mit Herrn Gordon in einem Vorgespräch vom ORF, ihm das zu erklären, dass es hier um eine Masse von Geschädigten geht. Und deswegen hoffe ich, dass wir in Zukunft auch die Aufmerksamkeit hier bekommen. Ich habe eine Frage. Ich gebe Ihnen sofort das Mikrofon, mir fehlt noch etwas zu den Medien, zur Medienfrage ein. Selbstverständlich haben wir alle heute eine Medienkraft, die wir vor 20 Jahren nicht hatten. Das sind die sozialen Medien, Social Medias. Und jeder von uns, der in irgendeiner Form in einem Social Media integriert ist, sei es auf Facebook, auf Twitter, egal, hat die Möglichkeit heute,
seine Beobachtungen, seine Erfahrungen weiterzugeben. Und ich kann Ihnen nur eines empfehlen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zeigen Sie Zivilcourage, tun Sie das auch. Es kann Ihnen dabei nichts passieren. Was soll uns passieren? Wir können uns nur wehren. Wir können nur sagen, was wir nicht wollen. Und mit diesem massiven Druck der Öffentlichkeit, der sozialen Medien, der Menschen, kann die Politik und muss die Politik reagieren. Müssen letztlich auch die Banken reagieren. Bitte, welche Frage? Darf Sie? Also ich habe jetzt da schon 500 Flyer von Berlin auch vor allem verteilt und wir sind wieder 700 geschickt worden. Wir haben uns gedacht, dass wir A0-Plakate machen und die zum Beispiel Museumsquartier aufhängen und so weiter. Ich muss sagen, 50% aller Leute glauben nicht, dass man das machen kann. Und dann haben wir gedacht, was ist, wenn man einmal mit seinem Kredit vor Gericht geht und das einmal durchfechtet und damit man das hat zum Herz sein. Dann gibt es eine konkrete Antwort, bitte. Das mache ich nicht schon laufend. Also es werden schon laufend Rechnungslegungsklagen eingebracht. Also dass wir eine Bank vorkommen, bevor die Bank klagt, klagen die Kreditnehmer auf Rechnungslegung. Und da kommen ganz lustige Antworten und da ist sicher der Kreditopfermann immer ein bisschen Kritik, also auch schon bei den Anwälten der Raiffeisenbank und das ganz lustige Klagsbeantwortung bzw. ein Schriftsatz haben wir vor kurzem gekriegt, wo der Anwalt der Raiffeisenbank geschrieben hat, die klagende Partei, also sprich die Partei, die Rechnungslegungsklage der Kreditnehmer, schikaniert die beklagte Partei. Also die Raiffeisenbank fühlt sich schikaniert, also muss man sich am Mund zergehen lassen, also die fühlt sich schikaniert von einem Kreditnehmer, weil er sich erlaubt, die Frage zu stellen, wie setzt sich, woher kommt das Geld, wie setzt es sich zusammen, nach welchen Berechnungsformeln geht es, was für Computerprogramm, was für System wird verwendet, das ist das gute Recht. Und die Bank sagt dann, nebenbei, das kann sich ja jeder selbst ausrechnen, das kann man ja, es gibt Gutachten, wie gesagt, ich habe vorgestern oder gestern das Gutachten von Herrn Handel gekriegt, es gibt Gutachten, wo Gutachter das errechnen, also bitte, wie soll das ihr als Konsument errechnen können? Das ist schon irgendwo Sand in die Augen streuen. Jetzt gebe ich noch mal kurz den Franz, weil er möchte noch zu unserer Sammelklage zum Abschluss noch was sagen. Ja, wir sind momentan zwischen 400 und 500 Klagswillige, die sich zur Sammelklage, also eigentlich zu dieser Streitgemeinschaft zusammengeschlossen haben. Wenn Sie einen aufrechten Kreditvertrag haben, dagegen klagen wollen, kostet die Teilnahme 300 Euro. Und 50 Euro Jahresmitgliedsbeitrag beim Kreditopferhilfeverein. Und wir haben hier eine kleine Infobroschüre, ich lese jetzt einfach den Text vor, damit auch wirklich jeder weiß, worum es geht. Die meisten Menschen unterschreiben Kreditverträge in dem Irrglauben, es würde ihnen Geld von Sparern geliehen. Seit den Strafen für Banken im Libor-Euribor-Skandal steht nun auch fest, dass diese Zinssätze auf Manipulation also Betrug beruhen. Damit sind die meisten Kreditverträge unrechtmäßig und anfechtbar. Der Kreditopferverein organisiert den Zusammenschluss von geschädigten Kreditnehmern. Auf der Homepage www.kreditopferhilfe.net befindet sich jetzt auch schon ein elektronisches Erfassungsformular für die Kreditdaten. Und wenn wir die Zahl von 2000 Klagswilligen zusammengebracht haben, wird es dann die größte Sammelklage in der Geschichte der Zweiten Republik. Dann geht es los. Wie gesagt, Einzelprozesse werden schon geführt und sie werden mit zunehmender Erfolgsquote geführt, weil sich ja auch bei der Rechtsprechung und auch bei den Bankern, also auch in der Justiz selbst, mittlerweile der Informationsstand verbessert. Die Menschen informieren sich, die kommen dahinter, was hier wirklich läuft, welche historische Fehler mit dieser Kreditgeldschöpfung eigentlich sich da eingeschlichen hat, wenn man das so nennen will. Und werden dann vor allem auch in höheren Instanzen immer versuchen, in letzter Konsequenz auch das dem zum Durchbruch zu verhelfen, was der gesunde Menschenverstand als Recht ansehen sollte. Ja. Dann danke ich allen. Eine letzte Frage. Also, eine Frage. Ich habe noch den Buch Frage gibt es auch noch gerne. So, bitte, wenn Sie Fragen stellen. Okay, gerne. Ja, meine Frage ist: Welche Rolle spielen die Inkassobüros und auf welcher rechtlichen Grundlage arbeiten die? Ich habe auch einen Anruf bekommen von einem Kassenbüro, ich sei da Barack 1400 Euro schuldig. Und ich hatte damals irgendwann ein Konto bis 2009 bei der Barack. Und ich habe es schriftlich ihm angefordert, woraus sich diese Forderung zusammensetzt. Ich habe nur einen Betrag bekommen, nämlich von 1400 Euro und keine Erklärung dafür. Wer will antworten?
Okay. Das wäre ja für dich nochmal so eine Angelegenheit für eine Ecke. Also ohne Aufgliederung, ohne Nachweis irgendeiner rechtlichen Grundlage kann man sowas nicht einfach verschicken. Aber wir wissen ja, dass in der sogenannten Subprime-Krise in den Vereinigten Staaten ähnliche Praktiken Usus waren, wo Kreditnehmer von mehreren Instituten gleichzeitig auf denselben Betrag und auf unterschiedliche Beträge, aber eigentlich auf den gleichen Kredit geklagt wurden. Ja, solche Anfragen kriegen auch wir öfters und die Kreditnehmer vermitteln die dann weiter, also diese Inkasso schreiben. Wir schreiben meistens zurück, dass der Kreditnehmer keinen Vertrag mit dem Inkassobüro hat. Warum genau. Sollen wir jemandem irgendeine Auskunft geben, irgendjemandem ein Geld geben, mit dem ich keinen Vertrag habe? Also wir machen das gerne für dich, wir schreiben gerne an die BAWAG ein Schreiben und schauen einfach mal, was antwortet. Einige antworten überhaupt nicht mehr, das ist uns jetzt auch schon ein paar Mal passiert. Was dann rauskommt, wissen wir nicht, aber wenn gar keine Antwort kommt, naja, das ist auch eine Antwort. Aber jetzt zum Schluss noch etwas ganz, ganz wichtig. Alles, was wir hier gesagt haben, was wir kundgegeben haben, das sind Fakten. Das sind jetzt nicht irgendwelche Geschichten, die wir uns ausgedacht haben, das sind Fakten, die uns gegenwärtig vorliegen. Was aber auf keinen Fall heißt, dass wir jetzt die Banken, die verschiedenen beschuldigen. Natürlich gilt für jeden die Unschuldsvermutung, das möchte man schon noch einmal explizit betonen. Die Richtigkeit unserer Aussagen, die sollen bitte Gerichte prüfen oder wir direkt mit den Vorständen und mit den Betroffenen, die vorne Grenzschuld haben und uns aufklären sollten, wie gewisse Dinge zustande kommen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Das mit der Unschuldsvermutung ist mir auch ein ganz persönliches, wichtiges Anliegen. Es gibt ein sehr interessantes Buch des renommierten US-Ökonomen John Kenneth Galbraith, der sich ganz sicher über die Geldschöpfung und ihre Mängel von der Buchungstechnik bestens ausgekannt hat. Und der hat das Buch damals unter dem Titel verfasst, Die Ökonomie des unschuldigen Betrugs. Und genau so möchte ich das hier auch im Raum stehen lassen. Es ist ein unschuldiger Betrug. Die meisten wissen gar nicht, dass es Betrug ist. Und die wenigen, die es wissen, die sehen offenbar keine Alternative, denn wie uns die Politik ja immer wieder erklärt, unser System ist ja alternativlos. Nachdem jede Pressekonferenz irgendwann zu Ende geht, gibt es jetzt eine allerletzte Frage, die wir beantworten. Und dann werden wir ein schönes Ende machen. Ja? Herr Frey, Sie haben erwähnt, es gibt ein Belastungs- und Veräußerungsverbot, das man durchführen könnte für seine Immobilien zum Beispiel. Macht das für einen Vorteil für denjenigen? Wenn Sie jetzt ein Belastungs- und Veräußerungsverbot auf Ihre Liegenschaft geben, das bedeutet, dass niemand mit einer Hypothek, mit einer Belastung reingehen kann. Die Geschichte hat uns schon einmal gezeigt, dass Staaten dann einfach eine Hypothek einkaufen, auch die Liegenschaften machen und dadurch haben sie wieder unter Anführungszeichen Kapital geschaffen, was ihnen gar nicht gehört. Wenn die Menschen jetzt hergehen und einfach so ein Belastungsveräußerungsverbot im Grundbuch verbüchern, dann kann niemand da reingehen. Dahinter natürlich, dahinter besteht die Möglichkeit. Aber wenn ich das oben habe und einen Begünstigten habe, hat es sicher einen großen Vorteil, weil wir wissen nicht, wie erfinderisch unsere Politiker und die EU künftig sein werden. Weil sie haben alle irgendwo, glaube ich, größte Nöte zum Ausstehen und müssen irgendwo schauen, dass sie Geld herkriegen. Das ist nicht toll. Und das werden sie sich halt einfach vom einfachen Bürger holen. Ist das Sinn? Ausreichend beantwortet? Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Vertreter der Medien, ich darf mich bei Ihnen recht herzlich bedanken, dass Sie unser Gast waren, dass Sie sich der Konfrontation gestellt haben, dass Sie mit uns zukunftsweisend diskutieren und unsere Idee hoffentlich auf breiter Basis weitertragen. Ich danke den Vortragenden und der Isabella danke, Franz danke, Herr Koster, Herr Marktefrau, Herr Mektefrau, herzlichen Dank. Ich hoffe, dass Sie alle etwas gelernt haben heute und ich glaube, was die Botschaft des heutigen Tages war, die glaube ich, die biegt. Wehrt euch. Ich sage es bewusst wieder den Anfängen. Und genau das ist tatsächlich etwas, was in unserer Gesellschaft schlummert. Wir müssen aufpassen.
Weil wenn der soziale Unfrieden noch größer wird, dann wird es zu sozialen Unruhen kommen. Wenn man zu sozialen Unruhen kommt, dann haben die Häscher, ja, die Verführer, jede Möglichkeit, uns in den tiefes Elend zu stürzen. Wenn wir 100 Jahre zurückdenken, 1914 hatten wir eine Situation, die der heutigen nicht unähnlich ist. Ich hoffe, dass wir aus der Geschichte gelernt haben und dass wir in der Lage sein werden, gemeinsam dieses Unbild, das im Raum steht, abwenden können. Das liegt bitte an uns und nicht an denen, die glauben, uns zu beherrschen und zu regieren. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.